Diese Sendung wird präsentiert von den Stadtwerken Düsseldorf. Hallo, hier ist Franz Reindl und ihr seht den Powerplay Eishockey Talk. Viel, viel Spaß. Sportstadt TV präsentiert live aus dem Hyundai Center Düsseldorf Hörweg. Hier ist Powerplay, der Hyundai Eishockey Talk. Einen wunderschönen guten Abend, Valentinstag. Wir sind live, 20.15 Uhr. Ja, heute ist nicht nur Aschermittwoch, sondern auch Valentinstag und auch Tag des deutschen Schnitzels, wie ich gelernt habe. Das werden wir dann gleich nochmal auflösen. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben. DEL hat ja im Moment Spielpause wegen Olympia. Über die Olympischen Spiele werden wir natürlich berichten in aller Ausführlichkeit. Zwei Spiele sind ja auch schon gelaufen und in wenigen Stunden startet ja auch die deutsche Nationalmannschaft in das Turnier. Aber wir sprechen natürlich auch über die deutsche Eishockeyliga. Dort gibt es unheimlich viele spannende Situationen, unter anderem trennen den 4. und den 12. der Liga gerade mal 11 Punkte. Wir sprechen natürlich, wie sollte es anders sein, über das am Samstag stattfindende Abschiedsspiel von Daniel Kreuzer, einem der verdientesten Spieler im deutschen Eishockey. Und wir haben überhaupt eigentlich nur Legenden am Start. Und welche Legenden das sind, die werden wir jetzt gleich reinholen. Nach nur einem Spot werde ich Sie begrüßen. Olympiapause in der DEL. Zeit zum Durchatmen und Zeit für den nächsten DEL-Roundup. Manche Teams werden froh sein vor dem Olympiapause in. Ja, also, das hat schon mal gut geklappt. Dann kommen wir mal zu unserem ersten Wagen mit den ersten beiden Gästen. 7-mal ist er deutscher Meister geworden mit Köln, München und Düsseldorf. 290 Länderspiele, Mitglied der Hall of Fame und der beste deutsche Linksaußen des 20. Jahrhunderts. Der andere war in den 80er Jahren Sportchef bei RTL Plus, Moderator der legendären Ampfe-Fußballshow, hat sogar einen Bambi gewonnen 1989, ist Sportreporter bei RTL, DSF, Sky gewesen und vielen mehr. Hier sind Didi Hegen und Uli Potowski. Und das Ganze im Kona von Hyundai, dem neuen kompakten SUV. Hey, grüß dich, Didi. Ja, schön, dass ihr da seid. Für euch gibt es natürlich auch wieder das Trikot am Handgelenk von Brace. Ein Band für dich in dem exklusiven Powerplay Design. Wir sehen uns gleich drin. Vielen Dank und bis gleich. Worüber reden wir? Mal gucken, was wäre denn dein Lieblingsthema? Deutscher Schlager. Deutscher Schlager, wir werden das Thema aufgreifen, versprochen. Ich habe auch eine Single unterm Tisch liegen. Oh Gott, also, ja, selbstverständlich. Habe ich gekauft. Für 578 Euro bei eBay geschossen, gestern extra noch. Also davon gleich mehr. Uli Potowski und Didi Hegen. Ja, unsere nächsten beiden Gäste. Der eine war von 1993 bis 2016 bei den Kölner Haien. Hat da über 1.100 Spiele gemacht, 132 Nationalspiele, dreimal bei Olympischen Spielen teilgenommen und der andere ebenfalls über 1.100 DEL-Spiele, 201 Länderspiele seit Februar 16, ewiger DEL-Topscorer mit unglaublichen 799 Punkten. Hier sind Mirko Lüdemann und Daniel Kreuzer. Und das Ganze grüß dich in deinem DK23 i10. Und schon aufgeregt für Samstag? Ja, definitiv. Jetzt langsam steigt die Aufregung und ja, ist alles in den letzten Atemzügen und ja, ich freue mich sehr. Ja. Und bist auch schon gut im Training jetzt, ne? Weil muss ich ihm einen reinhauen. Natürlich. Also werde doch mein Möglichstes tun. Das ist am Samstag passiert. Hier gibt es erstmal auch für euch die Brace Bänder und wir sehen uns gleich drin. Vielen Dank bis hierhin, Mirko Lüdemann und Daniel Kreuzer. Danke euch.
Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Die deutsche Eishockeyliga ist so spannend wie selten. Man möchte fast sagen, wie nie. Es ist noch alles drin. Es sind eigentlich nur realistischerweise zwei Mannschaften von 14, die wahrscheinlich nicht mehr die Chance haben, noch an Platz 10 heranzukommen. Also von daher ist da noch unheimlich viel Spannung drin. Nach einem Spot gibt es den großen DEL Roundup. Covestro, stolzer Partner der deutschen Eishockeyliga. Wir entwickeln Hightech-Materialien für Höchstleistungen. Olympiapause in der DEL. Zeit zum Durchatmen und Zeit für den nächsten DEL-Roundup. Manche Teams werden froh sein, vor dem Schlussspurt der Hauptrunde noch einmal die Akkus aufladen zu können. Andere Teams hingegen werden voller Sorge nach Pyeongchang blicken. Red Bull München wird zwar zum dritten Mal von Platz 1 aus in die Playoffs starten, aber werden alle ihre insgesamt 8 Olympiateilnehmer auch gesund aus Südkorea zurückkehren? Und wie frisch werden die Spieler dann sein? Eine für den Saisonverlauf sehr entscheidende Frage. Hinter den Thomas Sabo Ice Tigers und den Eisbären Berlin auf den Rängen 2 und 3 beginnt dann im spannungversprechenden Saisonfinale das große Hauen und Stechen. 9 Punkte sind noch zu vergeben und exakt diese Summe trennt die viertplatzierten Wolfsburger und die Kölner auf Rang 5 von der Düsseldorfer EG auf Rang 11. Grizzlies und Haie sind damit zwar sicher in den Playoffs, aber von welcher Position sie starten, ist noch völlig unklar. Vom Heimrecht im Viertelfinale bis hin zur ersten Playoff-Runde ist noch alles drin. Denn jeweils mit nur einem Punkt Abstand zueinander warten Ingolstadt, Bremerhaven, Iserlohn und Mannheim nur auf einen Ausrutscher. Gleichzeitig müssen diese Teams aber selber noch aufpassen, nicht ab oder gar aus den Top 10 herauszurutschen. Großes Nervenflattern herrscht aber auch in Schwenningen. Nach langer Zeit unter den besten 6 der Tabelle scheinen den Wild Wings nun die Flügel lahm zu werden. Es bleibt abzuwarten, ob sie die 3 Punkte Vorsprung auf die DEG verteidigen können. Nur weitere 2 Zähler dahinter rechnet sich auch noch Augsburg zumindest theoretische Chancen aus. Krefeld und Straubing sind hingegen bereits offiziell aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden. In beiden Städten hat der Außerkauf des Kaders längst begonnen. Die Tigers sehen sich zudem eines neuen natürlichen Feindes ausgesetzt, gegnerischen Zamboni-Fahrern. Ja, dass die Szene der zurückliegenden Wochen sicherlich, ja Mirko, lass uns gleich über Köln sprechen, nicht über die Zamboni-Fahrer, aber aktuell Platz 5, aber nur 2 Punkte von Platz 7 entfernt, also da droht sogar noch die Top 6 in Gefahr zu kommen. Wie groß ist denn die Angst, dann noch aus den Top 6 rauszufliegen mit dem Kader, der ja eigentlich richtig vielversprechend ist? Ich sag mal, Angst ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, der Respekt ist da schon da, vor allem wenn man das Abschlussprogramm sieht, was wir jetzt haben mit auswärts Iserlohn, auswärts Mannheim. Da können wir gleich mal reingucken, haben wir eine Grafik vorbereitet. Aber erzähl ruhig weiter. Und dann Augsburg, auswärts Ingolstadt. Also da haben wir jetzt nochmal 3 richtig schwierige Brocken dann vor der Brust. Und da darf man sich keine Blöße geben. Ansonsten kann es ganz schnell passieren, dass man da nach den 3 Spielen mit 0 Punkten dasteht. Und dann ist man aus den Top 6 raus. Jetzt sind das ja 3 Auswärtsspiele auch noch. Du hast es gerade gesagt, hier sehen wir es auch noch mal in der Grafik. Ist das dann eher ein Problem oder vielleicht sogar ein bisschen gut so, weil man sagt, auswärts haben wir vielleicht weniger Druck als zu Hause? Ja, man hat halt in der Saison gesehen, dass man schon auswärts mehr Punkte erzielen wie zu Hause. Aber ich glaube, jetzt zum Saisonfinale möchte man doch eigentlich lieber zu Hause spielen und da auch quasi dann den Heimvorteil nutzen. Nichtsdestotrotz muss man auch auswärts gewinnen, aber es wäre schon angenehmer gewesen, wenn wir noch das eine oder andere Heimspiel hätten. Eine Mannschaft, die ja quasi durch ist, ist München, Red Bull. Du kennst die Situation vielleicht aus den 90er Jahren ja auch ein bisschen, wenn schon mehrere Spiele vor Schluss im Prinzip klar ist, wir wären Erster. Lässt man das dann so ein bisschen locker angehen und sagen, komm, jetzt nicht mehr verletzen, aber punkten müssen wir es nicht unbedingt. Also dürfen sich da die restlichen Gegner freuen? Ja, ich denke schon, zumindest jetzt bei München glaube ich schon, dass auch die letzten paar Spiele vor der Olympiapause, vor allem die Nationalspieler, sich schon ein bisschen schonen.
weil Olympiade, wenn wir sie natürlich nicht verletzen, da wollen wir unbedingt dabei sein. Aber ich glaube, dass sie so eine erfahrene Mannschaft haben und wahrscheinlich wieder im Playoff den Schalter umlegen. Jetzt gucken wir da auch nochmal auf das Restprogramm. München spielt zu Hause noch gegen Iserlohn und dann auswärts in Bremerhaven und auch noch in Berlin. Das sind alles Mannschaften, die eigentlich die Punkte noch brauchen. Also schielen die dann da schon so ein bisschen drauf, auch gegen München ist ja prima, weil die schonen sich bestimmt, oder sagen die drei anderen jetzt, oh Gott, München, das muss ja noch nicht sein. Nein, ich glaube schon, dass München jetzt, sagen wir mal, nach der Pause schon Gas geben wird, weil du bist kurz vor dem Playoff, du willst dich in Form spielen und deswegen werden die Spiele nicht so einfach herschenken. Vor der Pause oder vor der Olympiade war es natürlich schon so, dass der ein oder andere Spieler vielleicht einmal ein bisschen zurückzieht. Aber du hast jetzt 3 Wochen Pause und ich denke, die letzten 3 Spiele werden die Münchner auch Gas geben. Du hast ja auch sehr erfolgreich in München gespielt, bist ja damals von Düsseldorf auch dahin gegangen. Hedos München, Mad Dogs München, wie sie alle hießen, jetzt Red Bull München. Ist München eigentlich eine typische Eishockeystadt, wo der Münchner selber sagt, also wie die jetzt heißen, ist mir wurscht? Oder ist das auch immer wieder ein komplett anderer Verein, der quasi bei Null anfängt? Ja, ich glaube schon, dass im Eishockey in München schon das Problem da ist, dass du den großen FC Bayern und auch den TSV 1860 hast. Und da ist, sagen wir mal, die dritte Mannschaft ist dann eben das Eishockey. Und da haben die Münchner vor allem, der kleine Kreis an den Münchner gehen dann zwar zum Eishockey, aber du hast immer noch einen Riesenkampf mit dem Fußball. Jetzt fragen wir mal den Düsseldorfer Daniel. Mike Pellegrim ist entlassen worden, jetzt hat Tobi Abstreiter ja insgesamt nur noch 5 Spiele Zeit gehabt, 2 sind davon jetzt schon abgelaufen. Jetzt aus Sicht eines Spielers, der dann eines Trainers, der die Mannschaft übernimmt, ist das dann undankbar, wenn man weiß, ich habe nur noch 5 Spiele, eigentlich zu kurz, um da den Schalter noch umzulegen, oder kommt jetzt gerade die Olympiapause genau richtig? Ja klar, es ist nicht optimal, wenn man nur 5 Spiele hat, um irgendwie noch viel zu ändern, aber wir versuchen einfach jetzt nochmal irgendeine Euphorie reinzukriegen. Es war besonders wichtig natürlich, dass wir das Köln-Spiel gewonnen haben, nicht nur, weil wir die Punkte brauchen, sondern auch für die ganze Stimmung und auch die Spannung hochzuhalten jetzt in der Pause, dass man halt weiß, man hat noch eine realistische Chance, auch wenn es schwer wird, und jeder in der Mannschaft will unbedingt noch unter die Top 10 kommen, das merkt man jetzt auch schon im Training. Und ich hoffe einfach, dass wir das noch schaffen werden. Jetzt gucken wir da auch nochmal auf das Restprogramm der Düsseldorfer EG. Da gibt es ja jetzt erstmal das Auswärtsspiel in Nürnberg und dann gibt es noch 2 Heimspiele, Freitag, Sonntag, einmal gegen die Eisbären Berlin und einmal gegen Krefeld. Würdest du jetzt sagen, also Nürnberg und Berlin, das ist jetzt gerade mal der 2. und der 3., das ist natürlich eine heftige Geschichte. Andererseits Krefeld, da kommen wir gleich zu, hat ja mehr oder weniger der Ausverkauf begonnen. Wie würdest du das einschätzen von den Punkten her? Ja gut, es ist natürlich bei der Liga jetzt kein Spiel einfach, außer jetzt Krefeld, muss man halt ganz klar sagen, wenn wir jetzt Krefeld zu Hause nicht schlagen nach dem Ausverkauf, dann haben wir auch unter den ersten 10 nichts zu suchen, aber Nürnberg auswärts ist natürlich ein Brocken. Die kämpfen auch noch genauso wie Berlin um die Champions League. Und deswegen müssen wir da auch voll darauf vorbereitet sein. Und wir müssen einfach gucken, dass wir disziplinierter sind, dass wir mehr Geduld haben, dass wir härter arbeiten. Und dann haben wir auch da eine Chance. Und zu Hause Berlin, wo auch ausverkauft sein wird durch den Schools Day, denke ich, müssen wir auch wieder mit den Fans im Rücken do or die, wie man so schön sagt. Und dann habe ich auch die Hoffnung, dass wir es schaffen, weil, wie gesagt, das Krefeld-Spiel darf man natürlich auch nicht zu locker angehen, aber das muss man einfach gewinnen, um überhaupt in die Chance zu haben, in die ersten 10, unter die ersten 10 zu kommen. Jetzt sprichst du es gerade an, Krefeld, Ausverkauf, Uli. Daniel Pieter geht nach Schweden oder ist schon gegangen, Marcel Müller nach Schweden, Matthias Trettin ist nach Norwegen, jetzt der Goalie Andrew Engelette nach Österreich. Ist das in deinen Augen verständlich, auch mit dem Blick, du kennst dich ja auch im Fußball fantastisch aus, ist das jetzt verständlich, dass wir können sowieso nichts mehr werden, also machen wir es so, gehen wir sie weg
Oder würdest du sagen, grobe Wettbewerbsverzerrung? Im Fußball wäre doch sowas also undenkbar, oder? Das klingt schon sehr, sehr merkwürdig. Ich gestehe, dass ich im Eishockey nicht mehr so hundertprozentig drin bin. Ich habe früher mal Eishockey moderiert, aber das ist lange, lange her. Ja. In der Anfangszeit von Premiere, muss irgendwie 25 Jahre her sein oder so. Und man kann nicht in allen Sportarten dann letztendlich der Fachmann sein. Aber wenn man so etwas hört, ist man doch total irritiert. Ich glaube, das ist eine Wettbewerbsverzerrung und es tut mir leid für den Sport, weil das irgendwie ein ganz schlechtes Bild abgibt, wenn da Spieler plötzlich wechseln, weg sind. Also das halte ich schon für sehr merkwürdig. Und wenn ich hier höre, dass alle anderen auch sagen, ja, gegen Krefeld musst du eigentlich gewinnen, sonst bist du blamiert, das klingt für mich nicht besonders schön. Jetzt ist es natürlich so, man sagt immer, im Fußball wäre das undenkbar, aber es ist sicherlich deswegen auch undenkbar. Wer weiß, was im Fußball noch alles kommt, also da ist mal vorsichtig. Ja, aber auf jeden Fall gibt es da keinen Closed Shop und da geht es ja wirklich auch um die Platzierung, wer macht Champions League, wer macht UEFA-Pokal, wer steigt womöglich ab oder muss in die Relegation. Ist sowas wie in Krefeld womöglich nur möglich, weil es keinen Auf- und Abstieg gibt und deswegen der 13. und 14. sagt, komm, Saison vorbei, Ende aus? Ja klar, es ist natürlich nicht optimal, dass es keinen Auf- und Abstieg gibt. Dann kommt natürlich, glaube ich, viele Punkte kommen dieses Jahr auch zusammen, dass natürlich durch die Olympiapause auch der Zeitpunkt gerade noch geht, um zu wechseln, dass man schon frühzeitig weiß, es geht nichts mehr. Aber das sollte man schon überdenken, dass man da auch eine Regel findet, dass sowas nicht möglich ist, weil, wie der Uli auch schon sagt, das ist schon... Also es darf einfach nicht gehen, sowas, ne? Dass man wirklich, dass die Fans in Krefeld meiner Meinung nach werden irgendwie veräppelt auf eine Art. Und was heißt veräppelt? Die werden beschissen, finde ich. Oder beschissen, also ja, ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken. Wir sind ja unter uns. Ja, kann man ja mal sagen. Und ja, es ist einfach auch nicht fair gegenüber denen, die jetzt zum Beispiel gegen Krefeld nicht spielen. Ich meine, der ein oder andere Konkurrenz jetzt von uns wird wahrscheinlich denken, ja, die Düsseldorfer haben noch Krefeld zu Hause. Und die geben mal die halbe Mannschaft ab. Das ist natürlich nicht unbedingt optimal und da sollte die Liga auch... Ich frage mal dazwischen, ist es denn dann möglich, dass die Spieler, die jetzt da reinkommen, besonders motiviert sind und plötzlich etwas schaffen, was die weggehen, gar nicht gedacht haben? Mit Sicherheit, klar. Und man muss das Spiel auch erstmal gewinnen. Wollte gerade sagen, das ist ja für euch dann eine dumme Situation. Ja, das stimmt schon. Aber ich bin halt der Meinung, und das muss man auch ganz klar sagen, dass wenn man das Spiel nicht gewinnt, dann hat man auch unter den ersten 10 nichts zu suchen. Das muss man halt ganz klar sagen. Und das muss einfach der Anspruch sein, wenn es um so viel geht, dass man das Spiel dann auch gewinnt. Aber klar kann das auch passieren. Im Sport geht vieles, dass man dann noch einmal einen schlechten Tag hat und der Torwart hat keinen guten Tag und jeder Schuss ist drin. Das kann alles passieren. Ne? Aber normalerweise muss man wirklich davor gerne ausgehen können, dass man dieses Spiel einfährt. Und die anderen Spiele werden natürlich knüppelhart. Jetzt muss ich noch mal in eigener Sache dazu sagen, kurz nach der letzten Sendung gab es eine ganze Menge Meldungen von wegen, Mensch, Auf- und Abstieg zwischen DL und DL2 gerade geplatzt und das war so gut wie kein Thema bei euch. Wollt ihr das totschweigen? Nein, wollen wir nicht. Wir werden es auch heute nicht groß diskutieren, weil das unser Kernthema in der März-Ausgabe sein wird. Da kann ich jetzt schon mal sagen, Knoten ins Taschentuch machen am 15. März. Dann wollen wir genau über dieses Thema intensiv diskutieren. Das heißt im Umkehrschluss, hier wird wirklich nichts totgeschwiegen. Hier wird nichts totgeschwiegen. Gut, das war mir wichtig. Ja. Ne? Es wird höchstens vertagt. Wir werden auch gleich noch auflösen, was es mit Schnitzel auf sich hat. Entschuldigung, da muss ich mich nochmal einmengen. Ja, also wenn ich diese Stichworte höre und dann diese Begeisterung, das klingt verdammt nach RTL hier, du. Ja. Macht mir Sorgen. Tutti frutti. Ich meine, wir an irgendeiner Sendung das müssen wir ja, uns... Ja, da warst du ja noch gar nicht auf der Welt, als er sagte. Oh, danke! Oder zumindest, du durftest das nicht schauen. Ja? Gut, reden wir nicht weiter drüber. Komm zurück zum Eishockey. Komm zurück zum Eishockey. Wir fragen Mirko Lüdemann. Mannheim verlängert mit Topscorer Chad Kolarik bis 2019, mit Phil Hungerecker bis 2020. Ingolstadt hat jetzt verlängert mit Sean Sullivan. Du hast gerade gesagt, Wechselfrist jetzt gerade in der Olympiapause, kann sich noch was ändern, dann aber nicht mehr. Aber wie viel Kader der nächsten Saison ist eigentlich zu so einer Zeit schon fest, also generell jetzt in der Liga? Also generell in der Liga kann ich das schlecht beurteilen. Ich weiß halt, dass bei uns Top 2, 3
Nein, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, 5 oder 6 Verträge auslaufen. Und der Rest der Mannschaft steht eigentlich jetzt über die nächsten 1-2 Jahre, steht ja schon fest. Also man, da kann man halt wirklich nur punktuell Verträge austauschen, also Spieler austauschen. Aber wie das in der Liga ist an sich, jetzt wie bei Mannheim oder so, weil wie, die, wie der Rest der Mannschaft die Verträge hat, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Jetzt sagst du gerade, die kann man ja sowieso jetzt nicht rausschmeißen, weil sie haben ja eh noch Vertrag. Das ist ja immer so eine Geschichte. Gibst du jetzt dem Spieler einen Einjahresvertrag und dann schlägt der ein wie eine Bombe und dann reißt sich natürlich die ganze Liga um den, oder du gibst dem direkt einen 3-Jahres-Vertrag und dann wird er doch nicht so richtig glücklich in dem Team. Also da die Balance zu finden, ist, glaube ich, unheimlich schwer, oder? Ja, das glaube ich schon, aber ich glaube, das ist immer eigentlich immer eher Sache vom Sportdirektor. Der muss dann eigentlich doch immer entscheiden, welchen Spieler er die Verträge gibt und über die Laufzeit auch. Ich sag mal, wenn er im Vorfeld schon über Jahre hinweg immer gute Leistungen gebracht hat, auch bei anderen Vereinen, ich glaube, dann wird er auch quasi in Köln auch gute Leistungen bringen. Aber sicher kann man sich da nie sein, da spielen noch dann andere Sachen. Fühlt sich die Familie in Köln wohl? Stimmt das Umfeld für den Spieler? Kommt er mit dem Trainer klar? Das sind alles Sachen, die muss man halt im Vorfeld immer abwiegen. Und ich sag mal, es sind sehr viele Spieler immer auf dem Markt. Deshalb weiß ich nicht, was immer dagegen spricht, wenn man erstmal schaut, was die Spieler in einem Jahr erstmal in Köln bringen. Kommen wir nochmal zu den 3 Spielen, die da jetzt noch sind. Total enges Programm einerseits vor der Olympiapause, um das alles durchzukriegen, aber jetzt sind noch 3 Spiele übrig. Das macht überhaupt nur möglich, was Krefeld zum Beispiel macht. Hättest du jetzt gesagt, naja, also die 3 Spiele, die hätte man jetzt auch noch vorher machen können, oder andersrum, wenn man vorher sowieso überhaupt nicht durchkommt, hätte man auch noch 7-8 Spiele im Nachgang machen können, damit sowas wie Krefeld nicht möglich ist. Ich glaube, das hängt mit dem Plan zusammen von der Olympiade. Das ist wahr, ja. Ich denke, wenn man zu viele Spiele jetzt nach der Olympiade machen, dann kommst du mit der WM nicht mehr klar. Deswegen musst du ja die Spiele versuchen, vor der Olympiapause unterzukriegen. Und wenn du jetzt noch die 3 Spiele rein, dann hättest du ja fast nur noch englische Wochen in der Liga. Ich glaube, das wäre für den Fan dann auch nicht unbedingt das Wahre, dass du dann so viele Spiele hast. Wobei die Deutsche Eishockeyliga, die gibt ja auch zu, und ihr werdet es von den Vereinen ja auch wissen, das ganze Olympia-Thema hat die Vereine, glaube ich, 5 Millionen Euro gekostet, alleine deswegen, weil dann die ganzen Dienstagsspiele waren, womöglich auch Donnerstagsspiele, die da einfach so auch weniger Zuschauer bringen. Also Olympia kostet auch die Vereine richtig Geld, oder? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Die suchen immer schnell eine Ausrede. Wenn du Eishockey-Fan bist und du hast eine Dauerkarte, dann gehst du hin, ob jetzt da noch im März noch 5 Spiele oder 6 sind oder vorher um die Weihnachtszeit, wo eh jeder hingeht. Ich finde, das hängt meistens ja auch vom Tabellenplatz ab. Dann bist du oben dabei, dann kommen die Zuschauer, bist du unten dabei, dann sucht man immer schnell eine Ausrede. Jetzt kommen wir noch was zu einem interessanten Gedanken, den wir in der letzten Sendung hatten. Da war der Spielerberater Klaus Hille bei uns zu Gast. Der hat etwas gesagt, das hast du gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, nämlich einen weiteren interessanten Aspekt bei der letzten WM, wo wir dabei waren, 2010. Wer wurde da deutscher Meister und warum? Das erklärt uns doch mal kurz Klaus Hille. Die Scorpions waren das, und da haben alle Top-Teams dann Spieler für die Nationalmannschaft abgestellt bei Olympia, und nach der Olympiade waren die platt, sodass Hannover der Meister geworden ist. Das war die Einschätzung eines Managers, mit dem habe ich mich vor der vorigen Woche unterhalten. Ich fand das ganz interessant. Ja, ich frage mich sowieso, ist das ein Vorteil, wenn man dann nur 3 Spiele macht nach der Pause? Also da sind ja fast alle Mannschaften gleich aufgestellt, also da, wenn sich einer verletzt, ja, Pech gehabt. Die fliegen da in eine vollkommen andere Zeitzone, müssen sich da wieder umstellen, müssen sich zurück wieder umstellen. Die sind platt danach. Ja, ob das so ist, was die Experten hier um mich herum sagen, das werden wir gleich klären nach der Pause. Vorher gibt es aber noch unser großes Powerplay-Gewinnspiel. Diesmal übrigens auch hier im Publikum. Da gibt es nochmal 4x2 Karten zu gewinnen für das Daniel Kreuzer Abschiedsspiel am kommenden Samstag. Sie können einen anderen tollen Preis gewinnen. Machen Sie mit, A, B oder C. Diesmal eine, naja, nicht so ganz einfache Frage, die sich aber auch um die Olympischen Spiele und die deutsche Nationalmannschaft herumrankt. Wir sehen uns gleich wieder.
Das große Powerplay-Gewinnspiel. Beantworten Sie folgende Frage. Von der olympischen Bronzemedaille im Jahr 1976 weiß wirklich jeder. Aber wann erhielt schon einmal eine deutsche Mannschaft Bronze bei Olympia? A. 1932 in Lake Placid. B. 1948 in St. Moritz. Oder C. 1952 in Oslo. Schicken Sie Ihre Lösung per Mail an powerplay@sportstadt.tv. Der Gewinner wird noch in dieser Sendung bekannt gegeben. Zu gewinnen gibt es diesmal eine Bauer Flex Bubby Stadionjacke. Gestiftet von HP's Sportshop, dem offiziellen Ausrüster der Schwenninger Wild Wings. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Willkommen zurück bei Powerplay, der Schunder Eishockey Talk live aus dem Autohaus Vierrad. Ja, wir diskutieren gerade noch über die Sekundenpreise, die wir an Werbung bekommen. Ja, kann man das sagen? Was kostet bei euch die Sekunde? Weißt du das? Ja, du hast gerade, ich meine, wir haben ja RTL-Niveau, haben wir ja gerade gelernt. Also dann kosten 30 Sekunden 100.000 Euro. Super. So ungefähr. Und ich mache das hier umsonst. Unglaublich. Ja. Echt? Ja. Du nicht? Nee. Oh, super. Nee, Profi. Ja. Zieh dreimal 30.000 ab, da weißt du, was für uns übrig bleibt. Ja, ja. Ja. Wir kommen zu den Olympischen Spielen und gucken uns da zunächst mal an. Die ersten beiden Spiele des Herrenturniers sind ja heute schon gespielt worden. 13.10 Uhr gab es zwei Spiele und die sind beide bemerkenswert ausgegangen. Da schauen wir mal rein. Einmal Slowakei gegen die olympischen Athleten aus Russland. Das muss man ja dazu sagen, weil im weiteren Verlauf werden wir von Russland sprechen. Da kommt sicherlich auch gleich mal eine Frage. Aber eines der besten Teams sicherlich verlieren, 2-3. Und dann USA gegen Slowenien, hier sieht man es auch nochmal eingeblendet, 2-3 nach Verlängerung allerdings, Jan Murr sagt 2 Tore. Der erste Sieg überhaupt in der Geschichte der Slowenen gegen die USA. Übrigens von den Tölzer Löwen auch Marcel Rottmann dabei, also Uli, da auch selbst als Nicht-Eishockey-Oberexperte? Ja, also ich kenne die großen Eishockey-Nationen, ist ja gar keine Frage. Ich habe Sprengler Cup früher geguckt. Das war früher mal im Fernsehen. Das war immer sehr schön, ist lange, lange her. Also deswegen weiß ich ja, welche Nationen da den Ton angegeben haben über viele Jahrzehnte. Und das sind natürlich zwei ausgesprochene Überraschungen, wie ich finde. Wobei ich aber nicht weiß, mit was für einem Team sind die Amerikaner da und mit was für einem Team sind diese Olympiateilnehmer aus Russland da. Das weiß ich nicht so genau. Aber wenn man die Namen sieht und die Nationen, dann staunt man natürlich, klar. Das ist auch so eine Frage. Wir haben es eingeblendet, Russland. Eigentlich heißt es ja offiziell olympische Athleten aus Russland. Wie würdest du das einschätzen? Also auf der einen Seite der NOK von der russische ist gesperrt, einzelne Spieler dürfen teilnehmen. Jetzt hört man aber überall schon wieder, naja, natürlich haben die da ihre Fahne, natürlich haben die da zumindest im russischen Haus ihre Hymne, alle reden nur von Russland. War es zunächst mal die richtige Entscheidung, sie doch zuzulassen, halt unter der olympischen Flagge? Oder hättest du gesagt, nee, also wenn da gedopt wird, dann alle raus? Ja, da bewegt man sich, glaube ich, auf den Mais. Aber ich sage halt, solange ein Spieler oder solange nicht bewiesen ist, halt, dass einer wirklich gedopt ist, musst du ihm auch die Möglichkeit geben, bei der Olympiade teilzunehmen. Dass es natürlich Grenzfälle gibt, das ist immer klar. Man hört oder man denkt ja beim russischen Eishockey-Team, die waren gedopt, die waren nicht gedopt. Früher hat man gesagt, die sind so gut, die brauchen sie nicht dopen. Also muss man ja sagen, okay, wenn bewiesen ist, dass er dopt hat, dann muss er weg. Und wenn nicht, dann sollen sie auch die Möglichkeit haben, bei der Olympiade dabei zu sein. Und lauf natürlich mit einem Riesenkader an. Ich glaube, die eine Hälfte ZSKA Moskau, die andere Hälfte St. Petersburg und viel mehr ist da nicht mehr. Was würdest du sagen, Daniel, wer sind die Favoriten auf die Goldmedaille? Die Russen womöglich, aber wer noch? Ja, allen voran die Skandinavier, auf jeden Fall zumindest Schweden und Finnland, meiner Meinung nach. Die auch eine sehr starke Liga haben selber und auch gute Spieler in der KHL haben. Deswegen schätze ich schon, dass für mich Schweden der Top-Favorit ist. Schweden? Was sagst du? Auch eine Eishockey-Nation. Ich glaube ja, dass die Slowenen für die eine oder andere Überraschung gut sind. Und die Slowakei ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ne? Beide offensichtlich. Ja, jetzt starten dann ja auch die Deutschen heute Nacht in das Turnier und auch da schauen wir mal kurz rein. Ganz bestimmt.
Vor unserer Mannschaft liegt ein Jahr, das es wirklich in sich hat. Olympia und die WM. Highlights in Serie. Los geht's in Südkorea. Die Winterspiele magisch. Und doch mit den Gruppengegnern wie Schweden, Finnland und Norwegen alles andere als eine Vergnügungsreise. Die Spannung ist da seit dem Sommer, aber jetzt ist natürlich die Zeit wird kürzer zu den Spielen. Und ja, wir sind sehr heiß auf die Spiele natürlich. Ja. Ja, der Traum wird halt langsam wahr und wie gesagt, die Anspannung ist riesig. Das alles miterleben zu dürfen, ist eine riesen Ehre. Man ist sehr dankbar dafür und es ist schön, wenn die harte Arbeit belohnt wird. Ja. Die Reise geht los mit Selbstvertrauen. Kein Wunder kann das Team von Marco Sturm doch auf ein erfolgreiches 2017 zurückblicken. Olympia-Qualifikation geschafft und die tolle Heim-WM. Die Nationalmannschaft zwischen gestern und morgen. Wir gehen in die Spiele hinein, wir haben nichts zu verlieren. Deswegen werden wir alle versuchen, eine der größten Nationen einfach zu ärgern. Wir wissen, dass speziell in unserer Gruppe Schweden und Finnland bessere Nationen, Eishockey-Nationen sind. Und deswegen wissen wir auch, wenn wir wirklich unser Eishockey spielen und alles abrufen für jeden Einzelnen, dann können wir auch in unserer schweren Gruppe Erfolge erreichen. Deswegen denken wir Spiel zu Spiel und wir freuen uns auf Spiel 1 gegen Finnland und wir werden gut vorbereitet hineingehen. Marco Sturm und seine Jungs, sie stehen vor einem großen Jahr mit ebenso großen Aufgaben. Aber die vergangenen 12 Monate haben gezeigt, diese Mannschaft wird immer alles geben. Ja, wir freuen uns auf das erste Spiel gegen Finnland und das ist ja schon morgen und zwar mitten in der Nacht. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu gegen Finnland. Aber insgesamt Vierergruppe, das heißt 3 Spiele gibt es zu spielen und da schauen wir auch uns nochmal eine Grafik an. Also morgen früh um 4.10 Uhr deutscher Zeit geht es dann los gegen Finnland. Aber insgesamt, Uli, 3 Spiele in 4 Tagen im Fußball undenkbar, oder? Das bei den Weicheier. Ja. Da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Das ist wirklich so, dass man sich immer wundert, dass die Fußballer sich andauernd beklagen. Ich habe großen Respekt aber davor und ich weiß auch, dass das eine große Belastung wird, trotz alledem. Wer überträgt das überhaupt um 4.10 Uhr? Mehrere. Also es mehrere, also Eurosport überträgt es, glaube ich, auf dem Stream-Kanal. Ja. Die ARD überträgt es, wenn nicht irgendwas anderes dann dazwischen kommt, irgendein jamaikanischer Bob oder so. Dann gibt es das Ganze dann nochmal auf TNT, habe ich gesehen, morgen früh um 8 nochmal für die um 4 nicht aufstehen wollen. Nee, da stehe ich auf 4.10 Uhr, ist meine Zeit. Das ja, freut mich wir schon gehen noch gar nicht erst ins Bett, oder? Nee, das würde ich nicht sagen. Aber das scheint interessant zu werden. Ich finde das auch ein bisschen verwirrend gerade, was da alles so im Fernsehen abgeht. Wer wann wo wie überträgt, irritiert mich in der Tat. Und man sieht auch, dass der normale Zuschauer trotzdem bei ARD und ZDF hängen bleibt. Die haben Riesenzahlen, währenddessen Discovery ganz große Probleme hat mit der Olympia-Übertragung, was Einschaltquoten angeht. Ist ja leider mein Thema. Aber gegen Finnland gibt es ein gerechtes 2:2. So, ein gerechtes 2:2. Da spricht der Eishockey-Experte. Moment. Also jetzt muss man ganz vorsichtig sein. Nach 60 Minuten, da habe ich eine Null gewettet. Und deswegen, warum nicht? Und dann, wie es dann ausgeht, weiß ich auch nicht. Wettest du? Also jetzt? Ich bin ein ganz großer Wetter. Ich hatte auch mal, kann ich bei dieser Gelegenheit ruhig erzählen, ohne dass ich den Namen nennen werde, ich hatte mal zusammen mit einem Eishockey-Nationalspieler ein Rennpferd. Ja, also insofern, da geht es ja auch immer ums Wetten. Bei Pferden bist du ja auch ganz gut. Und wir waren sehr, sehr erfolgreich. Wir sind bis ins deutsche Derby gekommen. Ja. Aber ich werde nicht sagen, wer es war. Aber du wettest auch auf Pferde. Pferde ja, ist ja auch dein, im Prinzip das immer dein gemacht, Metier. Ich stehe auch dazu, klar. Ist auch nicht Schlimmes. Und auch ab und zu beim Eishockey. 2:2 nach 60 Minuten gegen Finnland. Ja. Wäre natürlich eine tolle Sache. Ist ja, aber Entschuldigung, wie geht es dann weiter? Ist dann gleich Overtime oder wie geht das dann weiter? Ja. Ja. Ja, also vielleicht gibt es noch, also in der DL gibt es jetzt einen Powerbreak noch dazwischen, aber dann geht es direkt weiter. Gut, beruhig mich. Du guckst jetzt so ein bisschen wie, was zum Geier ist jetzt ein Powerbreak, aber das ja, du wirst mir das gleich noch erklären. Ja, in der nächsten Werbepause machen wir das dann. Ja, aber ich meine das jetzt, pass auf, jetzt machen wir gerade einen Fehler, weil ich gebe das zu, ich bin im Eishockey überhaupt nicht mehr drin. Aber es ist doch so wichtig, dass wir den Menschen, die da draußen sind,
ins Eishockey wieder ein bisschen zurückholen, dass wir denen dann auch manchmal ganz banale Dinge wieder erklären, sind bestimmt ein paar dabei, die von ihren Freunden gezwungen werden oder von ihren Freundinnen heute hier zuzugucken. Die wissen vielleicht genauso wenig damit anzufangen wie ich. Ja, ist Valentinstag. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dann mir und den 5 anderen erklärt, um was es da geht. Ja. Aber jetzt mal, ja, nur ja, zu. Dürfen Sie ruhig, also, ja, dürfen ruhig. Und das mal kein Schnitzel wert ist, aber... Als du damals Eishockey noch übertragen hast, sagen wir mal Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja, ich so, bin selbst noch so, der war so 93 oder sowas. Um ja. den Dreh. Da war Ratingen noch in der Bundesliga, glaube ich. Genau, die Ratinger Löwen, bevor es dann nach Oberhausen ging. Würdest du sagen, damals hast du gedacht, dass Eishockey eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren einen viel höheren Stellenwert hat? Das ist ein hochinteressantes Thema, um ehrlich zu sein, weil das ist ja mein Job gewesen jetzt. Ich mache den Quatsch seit 45 Jahren, dass ich mich mit Sport im Fernsehen... Du bist doch gar nicht so alt. Ja, leider, ja. Ich weiß, ich sehe jünger aus als du, aber das ist dein Problem. Ja. Es ist einfach so, dass ich mich immer damit beschäftigt habe, was kann funktionieren. Und wir haben, ich kann mich erinnern, 1985 oder 86, weiß es nicht so genau, haben wir mal ausprobiert, bei RTL ein Eishockey-Länderspiel zu übertragen. Dortmunder Westfalenhalle, Deutschland gegen Kanada. Da haben leider nur 100.000 Zuschauer zugeschaut. Und dann gab es gleich von oben, das ist ja überall so Druck, 100.000 erwartet wurden 1 Million. Das können wir nicht machen. Das ist das Dumme daran, dass man keine Zeit mehr hat, etwas zu entwickeln. Aber man sieht ja auch, und das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, Eishockey, wo ist es denn überall gewesen? Wer hat es alles versucht? Also am Ende sogar Servus TV, die das gut gemacht haben im Übrigen. Ich finde, wir müssen uns darauf einstellen, dass eine Sportart wie Eishockey sich auch ganz stark dem Markt anpassen muss. Wir werden in einigen Jahren die Situation haben, dass alles gestreamt wird. Und ihr werdet das erleben, dass es dann einen Eishockey-Kanal geben wird. Und der ist hoffentlich erfolgreich. Und ich habe immer geglaubt, dass Eishockey natürlich eine Sportart fürs Fernsehen ist. Aber man muss es auch ehrlich zugeben, ich habe es auch immer lieber in der Halle gesehen als vor dem Fernseher. Irgendwas fehlt da, was nicht richtig rüberkommt. Kann aber jetzt letztendlich nicht so genau sagen, was. Und ich habe es auch moderiert und kommentiert. Kommentiert habe ich immer nur Jux-Spiele, weil RTL hat mal eine eigene Eishockeymannschaft gehabt. Das ist ehrlich wahr. Haben wir in Essen-West immer gespielt. Riesenergebnisse gehabt. 2-13, 1-17 und so war. Gegen sehr schön. Wen denn? Gegen welche Gegner? Das gab irgendwie so eine prominenten Auswahl. Nee, Sat.1 nicht. Nein. Da hätten wir ja gewonnen. Aber ist ja auch so ein Beispiel, weil du sprichst es gerade an. Sat.1 hat mit viel Aufwand damals versucht, Eishockey als Fernsehsportart zu etablieren. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die haben dann, ich kann mich erinnern, Jochen Hageleit war dann einer der ersten Eishockey-Kommentatoren bei Sat.1. Und er hat sein Leben lang Fußball gemacht. Und dann war immer sein Problem, dass immer der Ball im Tor war und nie der Puck. Das war wirklich so gewesen. Und man muss eine Menge dafür tun. Ich glaube, es ist eine Sportart, die natürlich so viel Dynamik, so viel Spannung in sich hat, dass es im Grunde genommen eine Fernsehsportart ist. Aber dann müssen wir unter den gegebenen Umständen, wie die Technik sich jetzt auch weiterentwickelt, da auch nochmal überlegen, wie übertragen wir es anders. Ja. Was würdest du dir, also viele sagen ja, naja, ich sehe den Puck überhaupt nicht oder das geht mir alles viel zu schnell oder die Regeln sind so kompliziert. Was wäre denn jetzt, wenn du sagst, da müssen wir mal gucken, wie die Technik sich entwickelt. Was würdest du denn, ich meine, es gab ja schon den leuchtenden Puck, der genau, Schleierpuck. Genau, da kann ich mich dran erinnern, ja. Das war, glaube ich, zu Sat.1-Zeiten sogar. Dann ja, haben das mal, kann ich mich dran erinnern. Aber hat ja jetzt auch nicht so wirklich funktioniert. Ja, es gibt ja schon einen Riesenunterschied, wenn man jetzt zum Beispiel sich NHL anguckt oder bei uns. Es ist allein schon, wie viele Kameras da sind. Ist die Eisfläche da nicht kleiner? Ja, die ist kleiner, aber die Kameraeinstellungen... Ist ja so viel zum Thema, keine Ahnung. Die Kamera nicht so einen großen Winkel, meinst du? Oder? Ja, das hört sich ja alles doof an. Aber wenn so ein Eishockeyfeld komplett auf dem Bildschirm passt, ist es schon ein bisschen leichter. Das hört sich kurios an, aber es sind alles so Dinge, wir leben in einer so unglaublich medialen Welt und ich glaube zum Beispiel, dass man noch mehr Kameras braucht, dadurch wird es teurer. Wir brauchen mehr Super-Slomos, wir brauchen noch engere Einstellungen und das hört sich jetzt ganz komisch an und man muss auch die Köpfe der Spieler ab und zu mal ohne Helm sehen, also nicht beim Spiel, aber drumherum. Das ist so wichtig, dass man die Protagonisten mit in den Mittelpunkt drückt. Ich weiß, das mag der eine oder andere nicht. Das ist aber beim Fußball zum Beispiel so passiert in den letzten 40 Jahren. Und das wäre für den Eishockeysport auch wichtig, dass die Menschen noch klarer positioniert werden. Beim Fußball ist das jetzt mit dem Gesicht auch ein bisschen einfacher, weil die keinen Helm haben. In Düsseldorf, ihr habt es ja vor ein paar Jahren mal gemacht. Ihr kommt rein ohne Helm und zieht den Helm dann erst kurz vor dem Spielbeginn auf. Das macht ihr jetzt nicht mehr. Gab es da Kritik von den Spielern? Oder habt ihr gesagt, was soll der Unfug? Oder ist die Locke falsch? Ich weiß gar nicht, warum es wieder abgeschafft wurde. Also mich hat es nicht gestört. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich da
in seiner Vorbereitung gestört gefühlt hat, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie der Uli schon sagt, ich finde einfach, das ist halt der Sache der Medien halt auch, dass der Eishockeysport halt viel mehr gepusht werden muss, auch in der Öffentlichkeit, ne? Dass die Spieler mehr in den Vordergrund gestellt werden, also und auch ja, irgendwie öffentlicher gemacht wird alles. Ne? Man erkennt halt ganz selten Spieler ohne Helm, außer jetzt, sag ich mal, die jetzt ewig beim Verein sind. Aber für die Leute, die jetzt ab und zu Eishockey gucken, ja, fehlt einfach irgendwie der Bezug so ein bisschen. Wie war das bei euch? Also in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren oder die 30, 40 Jahren, bist du da auch dann im Prinzip durch die Straßen gegangen und man hat dich gar nicht erkannt oder eben doch erkannt und du hast dich gewundert, warum? Oder wie war das? Ich denke schon, hey, was der Uli auch vorher gesagt hat, das früher auch, hey, ich hatte da zum Glück noch die gute Zeit, hey, wo es auch in ARD und ZDF noch gekommen ist. Wir waren auch im aktuellen Sportstudio und den einen oder anderen Spieler hat man einfach auch auf der Straße erkannt. Oder wenn du jetzt Derby hast gegen Köln, du hast gewusst, hey, in Köln ist Miro Sikora oder Helmut Steiger, so Peppi Heiß war damals, das hat man dann auch in Düsseldorf. Oder wenn in Düsseldorf gewusst, dass die Spieler alle kommen oder wenn Rosenheim kommt. Und da ist schon, sagen wir mal, das Medieninteresse ein bisschen kleiner worden, dass du jetzt einfach gar nicht mehr weißt, wer spielt in Augsburg oder wer spielt in Straubing oder wer spielt in Schwenningen. Man kennt die Leute auch gar nicht mehr oder die Spieler auch gar nicht mehr so richtig. Ja, das sind dann aber die Namen. Du weißt dann eben, jetzt kommt Köln, da spielt der Lüdemann, gar keine Frage. Aber kennt der Fan denn dann auch das Gesicht der eigenen Mannschaft dann überhaupt? Ich glaube schon, also, dass heutzutage der Fan wird es der kennen. Fan, wird aber den, genau da sind wir an diesem Punkt, dass wir sagen, der Fan wird es kennen, aber ihr wollt ja raus. Also da hast du eine Base, die ist auch wichtig, das ist das Allerwichtigste, aber du musst rauskommen aus dieser Base, damit es dann weitere Schritte gibt, damit vielleicht auch X oder Y sich. Ich glaube auch, das hat auch ein bisschen was mit der Stimmung in den Hallen zu tun. Ich erinnere mich daran, Bremenstraße, das war natürlich unfassbar, 11.000 Wunderkerzen, das hatte eine Atmosphäre, die einen anzog. Ich war mal, eine Zeit lang habe ich mal in Freiburg gearbeitet, da gab es nur einen Zweitligisten, trotzdem gingen da mal 4.500 Leute hin und das hatte etwas Dichteres. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht nicht auch ein bisschen zu sehr, ich kenne mich wirklich nicht aus, aber ist es nicht ein bisschen auch so zu sehr schickimicki geworden, muss der Fußball auch aufpassen, dass es Logen gibt, dass da auch viel mehr Wert darauf gelegt wird, was es zu essen und zu trinken gibt und der wahre Fan, der verliert es ein bisschen, ist das da auch so? Ich weiß es nicht, ich frage das nochmal. Sicherlich, also leben wir jetzt in der Zeit der Multifunktionsarenen. Also mach mal eigentlich, verstehst du die Frage und ich antworte jetzt. Aber ja, warum? Ja, aber warum nicht? Ja. Aber ich mache das jetzt einfach, weil das ist ja wegen der Fans gemacht worden, damit die dann halt auch mal einen Schnitzel kriegen. Aber komischerweise passt das aber nicht so ganz zusammen, ne? Irgendwie. Vielleicht bin ich ein Romantiker, aber ich fand das früher irgendwie... Ja, näher dran. Ihr wart, also die Spieler waren näher an den Menschen dran, hatte ich das Gefühl, oder irre ich mich da? Ja. Ja, aber ich weiß es nicht. Aber früher war alles besser. Nee, das war nicht alles besser, aber allein durch die jetzt durch die sozialen Medien, allein durch Soziale Medien, was ist das? Da das musst du dem alten Herrn erklären. Ja, durch du meinst Facebook? Facebook, Instagram und so. Handys, Fotos. Ja. Können die Jungs, da sind die Spieler auch mal mit den Fans ein Trinken gegangen und die Fans haben sich gefreut und sowas. Wenn du heute den Fans ein Trinken gehst und womöglich noch zwei Tage vor dem Spiel oder was, das geht ja heute gar nicht. Doch, mehr. Doch, ich mach das ständig. Also. Ja. Und da muss man, erstens, weil es sowieso nicht geht, außer man gewinnt jedes Spiel. Und zweitens ist es ja auch so, dass wirklich die Belastung halt der Spieler auch so hoch ist, dass das halt wirklich auch schwierig ist, dass du sowas überhaupt machst. Weil du musst halt topfit sein, auf den Punkt genau. Wenn du natürlich wie in den 90ern die DEG bist, wo du mit Abstand Erster bist und dann Schwenning 12-1 abziehst und wusstest, da gewinnst du auf jeden Fall, dann kannst du auch davor einen trinken gehen. Ne? Das habt ihr doch nicht wirklich gemacht. Selten. Nein, selten. Das ist nur selten. Da kommen wir gleich noch zu. Jedes zweite Mal. Aber wir haben unsere Fans immer gut betreut und haben auch geschaut, dass wir dann auf Fantreffen und alles waren. Dass man mal da länger hocken bleibt oder mit die mal in der Altstadt trifft und mal ein Bier trinkt, das war
Früher hat sie da keiner beklagt. Genau. Wie war das? Es sei denn, der Herr Zach hat es mitgekriegt. Wie war das denn in Köln damals? Ist er damals von der Lennstraße dann in die Köln-Arena gegangen, so mit einer der ersten, die dann so eine richtig riesige Halle hatten? Ja, eigentlich die erste, die ja so ein großes Fassungsvermögen hatte. Aber man hört dann auch im Nachhinein noch immer wieder, ja, in der Lennstraße war natürlich immer alles ein bisschen enger, die Stimmung war auch angenehmer gewesen, war besser, es war lauter. Das sieht man ab und zu noch in Iserlohn, die ja noch eine alte Halle haben, die ja aus den 60ern noch ist. Ist da eigentlich noch Gaddafi-Sponsor? Nicht mehr, also das haben sie. Grüne Buch. Das grüne Buch haben sie. Das sind jetzt nur die Älteren. Nein, aber man muss ja dem auch schulden, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel ist, Düsseldorf gegen Köln, kamen früher 7.000 in die Lennstraße und wenn es jetzt in der Lexus Arena ist, kommen 18.000. Also da ist dann schon, muss man ein bisschen ans Wirtschaftliche denken. Und das hat jetzt in jeder großen Stadt hat das jetzt begonnen. Damals, Mannheim ist dazugekommen, Nürnberg, und jetzt wird auch jetzt in München dazukommen. Demnächst, wenn die ihre neue Halle bauen, zusammen mit Basketball. Also die werden jetzt auch nicht Ewigkeiten in der kleinen Eishalle da spielen. Da möchte man auch sehen, dass man dann für das Publikum auch einen bestimmten Mehrwert dann schafft. So, wir sprachen nicht nur über alte Hallen, sondern auch über große Namen. Ein anderer großer Name des deutschen Eishockeys ist Karel Lang, der ja auch mal 1980 Olympiateilnehmer war, der Hexer von Krefeld. Und sein Sohn war ja bei der letzten Sendung zu Gast hier und hat schon angekündigt, dass er eine Maske versteigern möchte. Jetzt ist es endlich soweit. Morgen geht es in die Versteigerung. Und da hat uns der Lukas noch mal einen kleinen Einspieler mitgebracht. Hallo zusammen, hier ist der Lukas. Wie in der letzten Sendung schon angekündigt, habe ich für euch jetzt die Maske offiziell zum Versteigern, allerdings erst am 15.02. um 20 Uhr bei eBay. Es handelt sich, wie gesagt, um die allerletzte Maske von meinem Vater, die er gespielt hat in der Saison 2000-2001 bei Krefeld. Ich trug diesen Helm auch noch eine Saison danach, und zwar bei den Eisbären Juniors. Das war dann eben 2003, glaube ich, habe ich dies letzte Mal noch angezogen, und dann landete sie eigentlich wohlbehütet immer im Schrank, und für diesen Platz ist die Maske zu schade. Ich hoffe, sie findet ein gutes neues Zuhause bei einem Sammler, der interessiert wäre, und danke nochmal an alle, die mich unterstützen. Es geht, wie gesagt, um Rosis Kids Corner, krebskranke Kinder, und ich hoffe, dass jeder einmal reinguckt und etwas da lässt und die Maske für einen guten Preis rausgeht. Schöne Grüße, Servus. Ja, also für einen guten Zweck steigern Sie mit. Ab morgen bei eBay, den Link werden wir noch mal teilen. 500 € Startgebot. Für etwas mehr habe ich eine ganz tolle Single aus dem Jahr 1969 gekauft. Da kommen wir dann gleich noch zu. Aber wo wir gerade von Krefeld spielen, sprechen, Mirko, jetzt Deutschland Cup. Von Augsburg nach Krefeld für 3 Jahre. Kam das auch für dich überraschend? Also für mich schon, aber ich sag mal, es ist wieder für Krefeld auch wieder, weil sie ja doch quasi in der regulären Saison doch jetzt die letzten Jahre nicht mehr oben mit dabei waren. Es ist dann trotzdem wieder so ein kleines Highlight, was man dann wieder nach Krefeld bringt. Und ich finde eigentlich die Idee eigentlich relativ gut, dass man da die Nationalmannschaft spielen lässt und damit auch wieder Leute da wieder ins Stadion wieder lockt. Aber ist das jetzt im Prinzip wie dir auch so eine Art Unterstützungsleistung für einen schwächelnden, kriselnden Verein? Nee, ich glaube jetzt nicht. Ich glaube, der DB hat sich entschieden, was jetzt da 3 Jahre Augsburg und dann 3 Jahre München, dass die auch mal wieder im Westen Eishockey spielen wollten. Und deswegen hat Krefeld den Zuschlag bekommen. Also da freuen sich natürlich alle die hier in den Westvereinen zu Hause sind. Ja, gleich nach der Werbung reden wir ganz detailliert über das große DK23-Abschiedsspiel. Wer wird alles dabei sein? Wie wird das alles ablaufen? Hier im Studio gibt es auch noch mal Karten zu gewinnen. 4x2 Karten. Und Sie können zu Hause natürlich auch gewinnen. Also machen Sie mit bei unserem großen Powerplay-Gewinnspiel. Bis gleich. Das große Powerplay-Gewinnspiel. Beantworten Sie folgende Frage.
Von der olympischen Bronzemedaille im Jahr 1976 weiß wirklich jeder. Aber wann erhielt schon einmal eine deutsche Mannschaft Bronze bei Olympia? A. 1932 in Lake Placid. B. 1948 in St. Moritz. Oder C. 1952 in Oslo. Schicken Sie Ihre Lösung per Mail an powerplay@sportstadt.tv. Der Gewinner wird noch in dieser Sendung bekannt gegeben. Zu gewinnen gibt es diesmal eine Bauerflex Bubble Stadionjacke. Gestiftet von HP's Sportshop, dem offiziellen Ausrüster der Schwenninger Wild Wings. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Powerplay, der Hyundai Eishockey Talk live aus dem Autohaus Vierrad. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, jetzt sprechen wir über den Herrn zu meiner Rechten. 21 Jahre Deutsche Eishockeyliga, davon 16 bei der Düsseldorfer EG. 799 Punkte, ewiger Topscorer der Deutschen Eishockeyliga. Über 1100 Spiele gemacht, 201 Länderspiele, zweimal Olympia, 12-mal WM. Und die wichtigste Frage, bevor wir jetzt gleich noch ein paar Bilder sehen, ist natürlich wieder die Frage nach diesem Spitznamen Schnitzel. Ich liebe gekaufte Puppe. Ich meine, wir haben ja gerade wieder 100.000 Euro verdient. Ich meine, die müssen wir irgendwie... Und wenn du Schnitzel sagst, hab ich immer... Also wenn du Schnitzel... Ich denke immer, in dem Moment serviert jemand hier, aber kommt nichts. Hattet ihr das damals bei RTL auch? Nee, bei euch war es Erdbeere und Kirsche, ne? Es gab alles bei uns während der Moderation. Ja, genau. Alles, ja. So, aber jetzt, warum? Warum? Weil eigentlich ist das ja gar nicht dein Spitzname. Nee, der hat eigentlich mein Bruder gehört. Ich habe quasi nur geerbt, sage ich jetzt mal so. Ne? Früher war es eigentlich so, dass mein Bruder auf den Auswärtsfahrten, weil meine Eltern das in die Gastronomie hatten, eigentlich dann immer Schnitzel mitgebracht hat. Bei uns ist auch noch wurscht, wer es sagt. Hauptsache das Wort fällt. Das ist, Und dann hat er halt diesen Spitznamen bekommen. Und ja, und dann hat sich das so entwickelt halt. Dann, die kann das ja auch noch bezeugen. Dann haben mich, die älteren Spieler, wo ich schon als Junge auch immer bei den Trainingseinheiten war, immer dann Mini-Schnitzel genannt und sowas. Und so hat sich das alles entwickelt eigentlich. Sag nochmal, komm. Hast du das gemocht, dass man dich so genannt hat? Wie? Weil ich weiß das zum Beispiel von dem Sebastian Schweinsteiger. Von Bastian Schweinsteiger, der hasst das, wenn jemand Schweine zu ihm sagt. Ich frage das mal, mochtest du es? Nicht so gerne, ich merke es schon. Nee, mir war es egal eigentlich. Also, damals war ich ja stolz darauf, mein Bruder war schon Profi, ich war noch im Nachwuchs. Und dann, wenn ich mit meinem Bruder verglichen wurde, war ich ja stolz darauf. Hätten Sie auch Frikadelle sagen können. Ja, Bulette. Gut, bei Frikadelle hätte ich jetzt... Naja. Beim letzten Spiel ist etwas ganz Besonderes passiert. Mirko Gens aus der Kölner Zeit von sich selber natürlich auch. Jetzt gab es die große Zeremonie DK23 und das Hallendach. Da haben wir auch noch ein paar bewegte Bilder, die schauen wir uns jetzt mal an. Und ich denke, das ist ein wirklich sehr, sehr würdiger Rahmen, dieses Derby für diese Ehrung. Deshalb glaube ich, dass ich am besten beurteilen kann, was sich neben deinen beeindruckenden Zahlen, sämtlichen Rekorden und Bestmarken auszeichnet. Und die Nummer 23 wird in Düsseldorf nicht mehr vergeben, da sehen wir es. Steht die ganze Mannschaft noch mal geschlossen hinter ihm. Ja, Daniel, ich meine. Und ich habe das Wort nicht mal gesagt. Ich finde das wirklich, das finde ich bemerkenswert und einfach schön. Deine Treue größer als jede Brieftasche, das gefällt mir. Ja,
Und das war auch noch ein Derby gegen Köln. Also von daher, das war richtig toll. Aber dann, klar, träumt man davon, denkt man, vielleicht rechnet man auch ein bisschen damit. Aber wenn es dann wirklich so weit ist und die Fahne wird da hochgezogen, war das schon bewegend oder hast du gedacht, na, das habe ich mir jetzt aber auch verdient. Also jetzt mal los. Nee, erstmal ist das eine Riesenehre für mich. Das war natürlich als Kind ein Traum, irgendwann unter der Decke zu hängen, sozusagen. Das lassen wir jetzt auch nochmal wirken. Und dass das irgendwann dann mal Wirklichkeit wird, ist natürlich unglaublich für mich. Und es war natürlich ein sehr bewegender Moment für mich gegen Köln, wo dann meine große Tochter auch noch anfing an zu weinen auf dem Eis, war dann ganz vorbei bei mir. Das war schon sehr, sehr emotional und das wird am Samstag bestimmt noch eine Nummer härter werden. Weißt du eigentlich schon genau, was dich am Samstag erwartet? An Programm, an drumherum oder lässt man dich da auch bewusst ein bisschen... Ja, ich denke schon, dass ich einige Sachen nicht weiß. Das stimmt. Magst du Helene Fischer? Ja, schon ein bisschen. Zumindest vom Aussehen. Also, Musik dann weniger. Ist schon okay. Jetzt hängt da ja sogar an der Bremenstraße eine 23, nämlich deine. Jetzt muss man da dazu sagen, als du wieder zurückgekommen bist zur DEG, war Didi ja noch da mit der 23, dann musstest du ja ausweichen auf die 22. Das heißt, Daniel Kreuzer hat eigentlich erstmal mit der 22 wieder begonnen. Wirst du ihm das jemals verzeihen können? In der Nationalmannschaft, bis auf die 26 und die 23 wird gar nicht mehr vergeben bei der Nationalmannschaft. Hier, da sieht man mal, was für Legenden wir hier am Tisch haben. Aber wirst du ihm das jemals verzeihen, dass er die 23, war das eigentlich mal ein Thema? Nee, definitiv. Ich meine, ich bin ja auch nicht nur, weil ich am 23. Oktober Geburtstag habe, sondern auch wegen Didi zur 23 gekommen, weil es immer großes Vorbild für mich war als kleines Kind schon. Und, bist du schon so alt? Ja. Und deswegen so bin ich alt dann, nicht, aber alt. Und deswegen, wo ich dann damals nach Kassel gegangen bin und ich überlegt habe, welche Nummer nimmst du, habe ich überlegt, bleibe ich bei der 22, die war aber damals belegt von FDF Tuschewski, habe ich dann gesagt, okay, dann nehme ich die 23. Und dann war es halt so, dass ich seitdem, ich glaube 98 war es, immer die 23 hatte. Und außer bei der Nationalmannschaft, da hatte ich halt die 26, weil die nicht mehr vergeben wurde. Und ja, aber zwischen uns war das jetzt nicht ein Thema. Aber immer, wenn jemand und das Hallendach gehangen wird, kommt ja immer wieder die Diskussion hoch, ja, warum der, dann müsste doch eigentlich auch der und der und der. Ist das eigentlich auch in Köln eine Diskussion? Ihr habt ja eigentlich auch einige unterm Hallendach hängen und... Ja, aber also Diskussionen gibt es da eigentlich keine. Also die da hängen, die hängen auch schon zu Recht da. Deshalb, also, ich glaube, meine Wenigkeit auch, aber... Ja. Ich sag mal, die anderen, die vor mir da gehangen haben, die haben auch ihren Beitrag da geleistet, waren auch Jahrzehnte da gewesen, haben viel für den Verein getan. Und ich glaube, dass die dann auch da zu Recht unter der Decke hängen dann. Wie war das bei dir damals? Ist das sowas, wo sich auch ein richtig harter Eishockeyspieler dann so ein Tränchen verkneifen muss? Oder seht ihr das eher emotional, weil man da eh im Tunnel ist? Schwierig jetzt. Ich fand es halt von der Atmosphäre halt ein bisschen, war es bei mir ein bisschen was anderes, weil bei mir die Fahne erst während des Abschiedsspiels hochgezogen worden ist und vorher ein bisschen Zeremonie war. Deshalb war ich eh schon aufgeregt und gedacht, wann geht das hier endlich mal vorbei, wann geht das Spiel los? Und dann hat man erstmal den offiziellen Teil abgehakt und man kann sich dann ein bisschen wieder beim Spiel beruhigen. Deshalb war das der Teil, wo die Fahne hochgezogen wurde, war sehr schön gewesen. Aber ich sag mal, für mich war das Spiel dann angenehmer, sagen wir mal so. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch mal schauen, mit welchen Kadern am Samstag dann gespielt wird. Also schauen wir zunächst mal auf den Kader Team DEG All-Stars. Daniel, erzähl mal was. Bobby Göpfert wird aus Amerika eingeflogen. So ist der Plan, ja. Das heißt, bist du... Nee, es gibt ein paar Probleme mit dem Flug, aber ich hoffe, dass wir das noch geregelt kriegen.
Uli Hiemer, Marian Basani, jetzt Krefeld, letztes Mal unser Gast. Tommy Jakobsen will wiederkommen, der war auch schon lange nicht mehr da. Also hast du das klar gemacht, als er dann mal in Düsseldorf war, oder hattet ihr sowieso noch Kontakt? Ja, wir haben sowieso auch ab und zu Kontakt gehabt, und wo er in Düsseldorf war, haben wir auch das zwar nicht klar gemacht, aber haben einen schönen Abend zusammen verbracht, und dann war für mich aber auch klar, weil Tommy für mich immer ein großartiger Mannschaftskamerad war und Sportler war, dass ich den auch gerne bei meinem Spiel dabei haben würde. Und eine der berühmtesten Sturmreihen der deutschen Eishockeyliga, die KVK-Reihe, wird endlich wieder vereint. Klaus Kattan, Tore Wikingstad wird dabei sein, und dann eben, du bist dabei, du spielst ja, glaube ich, in beiden Mannschaften an Mare. Aber diese KVK-Reihe, die hat schon damals die Liga gerockt. Was machte das so besonders? Was war dieses Verständnis? Braucht man dafür ein blindes Verständnis, was man gar nicht erklären kann? Oder gibt es da schon Gründe, wo man sagt, naja, Kattan ist halt immer nach links gelaufen, da wusste ich genau, wo ich hinpassen musste. Ja, es muss halt schon irgendwie passen. Die Chemie muss halt passen, auch in der Reihe. Und das war einfach super. Ich meine, über Tore Wikingstad brauchen wir nicht reden. War einer der besten Mittelstürmer, die DEL je hatte. Klaus Kattan war einer der besten Torjäger, die man je hatte. Und deswegen war das für mich eine Ehre, mit den beiden zusammenzuspielen. Und wir haben uns gut ergänzt. Und die Jahre, wo wir zusammen gespielt haben, waren auch die Hochzeit von mir. Und ja, die möchte ich auch nicht missen. Dann gucken wir nochmal weiter. Peter Lee und Chris Valentine. Gut, Peter Lee ist in Berlin, ist nicht allzu weit weg. Aber für Chris Valentine ist das schon eine Reise. Ne? Also, und der wird auch auf dem Eis stehen. Es hieß ja mal, naja, der kommt zwar, aber wird nicht mehr auf dem Eis, aber... Ja, es war harte Arbeit für mich, ihn beim Weinchen zu überreden, dass er nochmal aufs Eis geht. Er hat erst gesagt, naja, ich komme gerne, aber ich kann nicht spielen, weil mein Knie und hin und her. Und dann saßen wir beim Diego abends, und dann habe ich gesagt, ja, bist du dir eigentlich sicher, dass du nicht spielst? Du weißt schon, dass Peter Lee auch spielt, ne? Und der ist älter als du. Da hat er seine Frau angeguckt und gesagt, ja, stimmt eigentlich, ne? Und ich gesagt, hat er seine Frau gefragt, um zu fragen, wie alt er ist oder wie? Und er hat gesagt, du brauchst doch nur Powerplay spielen, ein bisschen eine Halbbande wie früher. Und, und dann hat er mich immer reden lassen, und das freut mich natürlich total, weil das ist natürlich auch eine Person für mich, die, ja, da schließt sich irgendwo der Kreis. Den habe ich damals als jüngsten Nachwuchsspieler, wo ich 4 war, vom Flughafen abgeholt, wo er als Neuzugang nach Düsseldorf kam. Ach, siehst du, das Foto hatte ich. Dann hast du ihn auch aufs Eis noch geführt zum ersten Training. Da habe ich noch ein Foto. Ja, und ja, das ist einfach, der war dann auch nachher auch, ich habe auch schon mittrainiert dann als 15-Jähriger, wo er noch Spieler war bei der DEG, und war auch nachher eine kurze Zeit auch Juniorentrainer von mir. Und ja, ich bin einfach froh, dass er dafür nach Deutschland kommt. Jetzt hat er gerade schon gesagt, dass er dich schon angehimmelt oder verehrt hat damals, als er noch ein kleiner Bub war. Hast du denn auch schon relativ früh dann festgestellt, oh, aus dem kann man was werden? Ja, ich denke halt so, wo ich damals von Köln rübergekommen bin, und darf ich ja den Namen nicht sagen, der Mini Daniel, da muss ich... Wusste erst gar nicht, hey, wer kommen soll. Bis nicht der Schnitzel? Ja, man hat damals schon gesehen, er hat Riesentalente. Und mir war eigentlich schon nach wenigen Wochen klar, dass er auch eine große Karriere machen wird. Und dann schauen wir mal nochmal in den Trainerstab. Harald Greiß ist, glaube ich, der Einzige, der auch in dem Abschiedsspiel, in dem anderen, dann in Mannheim an der Bande stehen wird. Helmut de Raaf, hätten wir vielleicht lieber im Tor gesehen, hat er direkt abgewunken und gesagt, nee, Freunde, also an die Bande stelle ich mich noch, aber ins Tor nicht mehr, war das so? Ja, oder? Genau, also spielen wollte er nicht mehr, und aber wollte natürlich unbedingt kommen auch, und deswegen, normalerweise wäre er halt als, sag ich mal, Zivilspieler dabei gewesen, aber dadurch, dass Don Jackson leider als Trainer abgesagen musste, weil die da ein Spiel haben selber in München, aber trotzdem auch Michi Wolf abstellt, was natürlich sehr nett ist, habe ich gesagt, ja klar, dann geht der Helmut an die Bande mit. Und deswegen passt das auch ganz gut jetzt. Dann schauen wir noch mal auf das Team DK Friends. Da sehen wir dann Mirko Lüdemann, Jörg Meyer. Also man sagt ja immer, die Köln und die Düsseldorfer, das ist ja so ein Problem, aber läuft. Also ihr kennt euch natürlich auch aus der Nationalmannschaft und so weiter. Ne? Aber ist denn da dann auch ein bisschen...
Pfeffer drin in so einem Spiel, dass ihr sagt, so den Düsseldorfer, den wollen wir jetzt noch mal zeigen hier? Auf alle Fälle. Also da will keiner jetzt als Verlierer da vom Eis gehen. Das war auch bei meinem, das war auch bei meinem Spiel so gewesen. Da, da war ja Veranstaltung dann noch. Ja. Da kannst dann schon mal ausarten. Ausarten? Erzähl doch mal. Ja, da wird mit Hängen und Würgen gespielt, bis das Spiel gewonnen wird. So. Also da gehen wir uns nicht so einfach geschlagen, also auf keinen Fall. Bei mir schlagen ja dann zwei Herzen, ich muss ja in beide Mannschaften spielen. Ne? Ja. Muss ich dann halt überlegen, wo er zuerst spielt. Ne? Aber wo wir jetzt gerade Köln gegen Düsseldorf, wo wir das gerade thematisieren, Wintergame 2019, schon wieder Köln gegen Düsseldorf oder ewig junges Derby, das kann es auch jedes Jahr geben. Was denkst du? Nee, ich glaube, das ist halt dann doch für die Fans halt auch immer was Besonderes, egal wie oft das jetzt schon passiert ist und so abgedroschenes Klingmark. Düsseldorf hat das Stadion voll, wenn wir kommen. Wir haben das Stadion voll, wenn Düsseldorf kommt. Also auch beim Wintergame wird das Stadion wieder voll sein. Also das ist vollkommen egal, weil die Rivalität, die bleibt ewig. So. Es war ja auch erst einmal. Das Wintergame. Ja also gut, so, aber so oft gab es das Wintergame generell noch nicht. Also ich meine, ich finde es gut, dass es das wieder gibt. Ja. Könnte auch öfters geben. Also ein. Aber wärst du dafür, das jedes Jahr zu machen? Ja. Ich war da, wann war das vor 2015. 2015. Ja, es war für mich als Spieler oder ehemaliger Spieler war das ein irrsinniger Erlebnis, ein Abenteuer in der Halle, im Fortuna-Stadion, mal vor so eine Kulisse einzulaufen, fand ich schon gut. Kann es öfters geben. Ja. Absolut. Also das ewig junge Derby und früher war sowieso alles anders. Und zu diesem Thema hat uns damals auch Andi Niederberger etwas ins Stammbuch diktiert. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal gerade an. Ja gut, meine Jugend, das ist ja schon eine Weile her. Wir waren ja noch die Straßen-Eishockeyspieler, sage ich immer. Wir haben am Weiher gespielt, wir waren im Eisstadion, wir waren in öffentlichen Laufzeiten. Das kann man mit der heutigen Zeit nicht vergleichen. Wir hatten auf der anderen Seite so gut wie kein organisiertes Training, wir hatten keine ausgebildeten Trainer. Das war eine andere Zeit, das ist Gerd Runschka, die Hegen, wir sind alle gleich groß geworden, Schläger in die Hand und los geht's, autodidaktisch gelernt, abgeguckt und so haben wir unseren Sport gelernt. Ganz anders, wie es heute stattfindet. Es waren auch andere Voraussetzungen, andere Möglichkeiten. War das so? Jetzt hat er den Namen Hegen ja auch genannt. Deswegen fragen wir dich gleich mal. Ja, ich glaube schon. Zumindest unten in Bayernheim. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir einen langen Winter hatten. Wir hatten 10, die waren zugefroren. Und da hat es einfach nach der Schule, bist du 3-4 Stunden auf den See gegangen, Eishockey gespielt, Abend ins Training gegangen. Und so bekamen wir einfach unsere Stunden zusammen. Da müssen wir jetzt, also was war denn früher noch alles anders? Also gab es damals auch mehr Eiszeit als heute für die Jugend? Oder? Also in Weißwasser auf alle Fälle. Also da war es ja eben. Da gab es ja auch nicht so viel. Da gab es nicht andere. So viel drumherum, aber sag mal, für uns Kinder wurde schon viel getan, dass wir viel trainieren konnten. Und auch neben dem Training hatten wir auch die Möglichkeiten, wie der Didi schon gesagt hat, auf Weiher Schlittschuh zu laufen und gegen andere zu spielen. Also das war schon eine andere Geschichte. So, jetzt deklinieren wir es aber mal durch. Rauchen, Alkohol, was es alles so gibt. Früher, also wenn was schaust du mich jetzt an? Also ich kann ja mal eine Anekdote beisteuern. Also damals, als noch Hans Zach Trainer war, der hat ja schon, ne, also da konnte man sich ja nicht alles erlauben. Also wenn ich immer dann zum Schlittschuhschleifen gegangen bin und dann qualmte es so unterm Tisch hoch beim Eissportkasten. War die Schlittschuhe? Ja, oder es hieß dann immer, der Didi sitzt unterm Tisch. Also was? Ich war damals schon groß. Ja. Der Hans hat nur immer zu mir gesagt, hey, ich soll immer hinterm Bus gehen. Oder
da, wo mich keiner sieht. Aber unseren Tisch war ich noch nie gelegen. Nein, nein, nicht vor Trinken, aber nee, auch beim Rauchen. Aber trinken, jetzt, ich muss unweigerlich an Rudi Völler denken, der da dem Waldi gesagt hat, naja, du trinkst ja immer deine zwei Weizen vor der Sendung. War das damals so oder ist das heute bei dir auch noch so? Oder? Also ich kann guten Gewissens sagen, jetzt kommt was ganz Schreckliches. Ich habe in meinem Leben keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken, bis heute nicht. Und ich werde auch keinen Tropfen Alkohol trinken, weil ich da in meiner Jugend schlechte Erfahrungen gemacht habe mit meinem Vater. Und ich habe als 8-Jähriger, 9-Jähriger beschlossen, ich werde nie Alkohol trinken und habe es bis heute auch nicht getan. Aber ich sage immer, wer damit umgehen kann, der soll das in Gottes Namen machen. Aber ich bin da ein bisschen ein gebranntes Kind. Und finde auch, dass Alkohol ein echtes Problem in unserer Gesellschaft darstellt. Und wir reden da ein bisschen flapsig drüber. Aber manchmal sehe ich links und rechts des Weges Dinge, die ich nicht so gerne sehe. Das sage ich auch ganz ehrlich. Deswegen bei allem Verständnis, wer gerne mal ein Glas trinkt, gerne. Aber man muss auch mal ab und zu darüber nachdenken, dass das ein echtes Problem in unserer Gesellschaft ist. Aber das wollen wir jetzt auch an dieser Stelle lassen. Ich kann mich erinnern, als ich so 8, 9, 10 Jahre alt war, ich bin gebürtiger Schalker, ich kann nichts dafür, ich bin da geboren. Ich kann wirklich nichts dafür demnach. Und da haben wir als Kinder einen Film gesehen über einen kleinen Eishockeyjungen aus der Tschechei. Das hat mir unglaublich gefallen, der dann trainiert hat und der dann irgendwie mal nach Amerika gekommen ist. Das war so meine erste Berührung mit Eishockey, als ich 7 oder 8 Jahre alt war. Und den Film würde ich gerne heute noch mal sehen, aber ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Und vielleicht, hier sind ja viele Eishockey-Experten, vielleicht auch ein paar Ältere zu Hause vor dem Fernseher. Das würde mir gefallen, wenn wir den Hinweis noch mal kriegen würden. Das war eine fantastische Geschichte. Und genau das ist das, was einen Sport groß macht, was Kinder an den Sport heranführt, wenn es solche Geschichten gibt über Eishockey. Also man müsste, ich schreibe ja auch Kinderbücher, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Meistens geht es um Fußball, aber ich könnte mir auch vorstellen, mal eine Geschichte zu schreiben über einen kleinen Jungen, der zum Eishockey kommt. Und das sind die Dinge, die man braucht, um eine Sportart nach vorne zu bringen, damit sie in das Interesse der Kinder geraten und so weiter. Also das ist so eine kleine Anregung. So sind wir über Alkohol zu Kindern gekommen und das war, glaube ich, auch ein ganz eleganter Brückenschlag. Ein ganz eleganter Umschlag zu Kindern, ja genau. Aber ich wollte noch mal, wo ich euch hier beide jetzt auch mit einer Brille sehe, ihr habt, also wenn man denn kurzsichtig ist oder weiß ich, wie auch immer, ist ja wurscht, spielt ihr dann mit Linsen, also mit Kontaktlinsen? Oder ist das erst nach eurer aktiven Zeit gekommen, dass ihr sagt, jetzt brauchen wir eine Brille? Aber ich meine, Kinder spielen ja auch Eishockey, ne? Heute geht das mit Linsen wahrscheinlich. Ja, muss ja auch. Also ich war schon immer ein bisschen halbblind. Kann ja auch ein Vorteil sein. Ja, genau, hat man nicht so viele schreckliche Sachen gesehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann ab 17 Kontaktlinsen getragen. Und das hat mir dann schon ein bisschen weitergeholfen, dass ich dann mal auf dem Eis ein bisschen klarer gesehen habe. Ja, hast du immer gedacht, das wäre der Nebel, ne? Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Also wo ich dann die Brille mal ausgezogen habe, dachte, hast du gedacht, Dunkeldeutscher? Ja. Du bist nach Köln gegangen und dann war klar gesehen, ne? Also jetzt hier bitte nicht. Nicht abflache hier. Aber, und das ist ja jetzt eine ganz fantastische, oder? Du wurdest doch mal Brillenmann des Jahres? Ja, ich habe alles gewonnen. Krawattenmann des Jahres, Unterhose des Jahres, Brillengesicht des Jahres. Was, nein, du bist das, mal zur Unterhose des Jahres gewählt? Nein, das war jetzt nur eine Randbemerkung. Aber in der Tat ist es so, das gibt es ja jedes Jahr, Kuratorium Gutes Sehen. Und das hat natürlich wie alles einen Hintergrund und leider auch hier einen finanziellen. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ist lange her. 15 Jahre, 17 Jahre, 18 Jahre, da habe ich auf einer Messe gearbeitet. 2002 war das. Ja, du hast nachgeguckt, schön. Ich bereite mich vor. Großartig, das kommt in diesem und Buch so Knopf selten vor. Nein, da war es so gewesen, dass ich auf so einer Messe moderiert habe, auf der Optika in Köln war die damals. Und Harald Schmidt sollte eigentlich Brillengesicht des Jahres sein. Und der hat denen dann gesagt, ja, das mache ich, aber ich möchte gerne 50.000 Mark dafür haben. Und dann haben die gesagt, nee, das zahlen wir nicht. Ah, da ist der Potowski, der hat auch eine Brille, du bist es jetzt. Und so bin ich Brillengesicht des Jahres geworden. So einfach ist das, weil die 50.000 sparen wollten. Ja. Also man muss nur im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle sein. Ja, ist das auch die Geschichte von Anpfiff oder... Ja, Anpfiff, das ist, da könnte ich natürlich jetzt stundenlang drüber referieren. Das war natürlich ein besonderer Moment, als wir 1986 auf die Idee gekommen sind, als kleiner Sender zum Deutschen Fußballbund zu gehen und zu sagen, wir würden gerne die Fußball-Bundesliga kaufen. Haben die erstmal gefragt, wer seid ihr, was macht ihr und so weiter. Da kannte ja uns noch keiner, aber damals war es wirklich so,
dass wir, oder in dem Fall ich, wirklich zum DFB gegangen bin und gesagt habe, wie macht man das, wie kommen wir da dran? Da haben die erst mal gelacht, das ist ja normal. Aber dann hat der Herr Straub, der war damals dafür verantwortlich, gesagt, ja, lass uns mal drüber reden. Und wir waren dann so gemein, dass die Frau von Herrn Straub gerne gewandert ist. Und da habe ich gedacht, ich hasse Wandern. Und dann habe ich mir gedacht, na, musst du die mal zum Wandern einladen, dann kriegst du vielleicht auch die Bundesliga-Rechte. Und dann habe ich das Ehepaar Straub zum Wandern eingeladen. Und oh Wunder, wir haben die Bundesliga-Rechte bekommen. So einfach war es nicht, aber solche Dinge musste man tun. Damals ging das noch. Da gab es noch keine Agenturen, da gab es keine DFL. Also da konnte man wirklich noch direkt mit dem DFB sprechen. Und das war eine tolle Zeit gewesen. Und dann haben wir 1988 in der Tat angefangen, diese Bundesliga-Sendung zu machen und sind auf die Wahnsinnsidee gekommen, die am Samstagabend zu machen und sie 5 Stunden dauern zu lassen. Das wollte natürlich kein Mensch sehen, 5 Stunden Bundesliga, auch Fußball nicht in der Aufarbeitung. Aber ich will noch ein kleines Beispiel bringen, damit man sieht, wie wichtig Fernsehen ist und was man alles damit bewegen kann. Wir haben es natürlich tatsächlich geändert. Das ist auch nicht alles positiv, was wir damals gemacht haben. Aber das Eröffnungsspiel damals zur Fußball-Bundesliga und eines der ersten Spiele war Köln gegen MSV Duisburg. 8.000 Zuschauer, keiner mehr, keiner weniger. Und dann ging das los, dass man den Fußball doch noch mal ein bisschen anders dargestellt hat, auch die Technik verändert hat, dass man Krankameras eingeführt hat und so weiter und so weiter, dass man Chips ins Tor gelegt hat und all das. Wir müssen es einfach so zugeben, Sport ist Showgeschäft, das vermengt sich. Der Sport muss immer im Vordergrund stehen. Aber dennoch glaube ich, dass man eine ganze Menge drumherum tun kann und auch machen muss, damit eine Sportart richtig wahrgenommen wird. Und ich bleibe dabei, es ist jetzt kein Schmäh, nur weil ich hier sitze. Eishockey hat eigentlich das Zeug dazu. Man müsste vielleicht noch mal komplett neu darüber nachdenken oder anders darüber nachdenken, wie man mit dem Sport im Fernsehen umgeht. Das gibt uns auch Hoffnung hier in Eishockeykreisen. Ja, jetzt haben wir über Alkohol gesprochen und wir haben über Brillen gesprochen und über Rauchen gesprochen. Einen Aspekt haben wir noch außen vor gelassen und dazu grüßt jetzt noch mal Lukas Lang den Daniel Kreuzer. Bitte schön. Ja, Daniel, jetzt ist es soweit, jetzt ist es vorbei mit dir, zumindest auf dem Eis. Und ich hoffe, du hast auf jeden Fall eine rosige Zukunft vor dir, genauso mindestens so rosig, wie sie bei der DEG war. Ich habe ein Jahr mit dir spielen dürfen. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, du hast nicht viele Tore bei mir im Training gemacht. Das ist schon mal gut. Und du hast die ausgefallensten Jeans von allen in der Kabine gehabt immer. Also top gestylt, top Spieler. Ich hoffe einfach, dass du jetzt in deiner neuen Berufung in der Zukunft, wie gesagt, nur das Beste erlebst. Und von mir auch vielen, vielen Dank und Chapeau vor deiner Karriere. Alles Gute. So, da haben wir es. Da wird auch gleich deine Hose eingeblendet. So, wie modebewusst bist du? Würdest du dich jetzt als einen der modebewussteren Spieler im Team sehen? Oder sagst du, naja, gut, Lukas hat ja, gut, den Lukas zu toppen war nicht schwer. Nee, Quatsch, also klar, Modus macht mir schon Spaß. Man hat natürlich mehrere in der Mannschaft, die ein bisschen bekloppt sind in der Hinsicht. Aber ja, es macht mir einfach Spaß, mich modisch anzuziehen und manchmal übertreiben es die Modedesigner auch mit den Preisen, aber ab und zu gönnt man sich da schon das ein oder andere Stück mal. Jetzt habt ihr beide ja gerade so gigantisch viele Jahre in der höchsten Eishockeyliga gespielt und so gigantisch viele Spiele gemacht. Und wir haben mal versucht, ein bisschen aufzuarbeiten, wie viel Material ihr da eigentlich verbraucht habt. Schaut mal hin, hier ist der Powerplay-Faktencheck. Der Powerplay-Faktencheck wird Ihnen präsentiert von SAS. Materialschlacht für den Meilenstein. 1066 DEL-Spiele weist die offizielle Ligastatistik für Daniel Kreuzer auf. Sogar 1198 für Mirko Lüdemann. In insgesamt 21 Saisons agierte Schnitzel ununterbrochen auf höchstem nationalem Niveau. Lüde noch einmal 2 Jahre länger. In einem derart materialaufwendigen Sport wie Eishockey kommt da natürlich einiges an Ausrüstungsverbrauch zusammen. So hielten rund 80 Paar Handschuhe die mit ungefähr 2000 Rollen Sticktape umwickelten Schläger, von denen Kreuzer allein in der DEL für 268 Tore und 528 Vorlagen zusammengerechnet mehr als 600 Stück brauchte.
Lüdemann dagegen behielt durch rund 120 Visiere den Durchblick und die gegnerischen Stürmer im Blick. Für den perfekten Halt auf dem Eis wurde bei beiden alle 2 bis 3 Tage die Schleifmaschine für die Kufen angeschmissen. In einer über 20-jährigen Karriere flogen damit rund 20.000 Mal die Funken durch den Materialraum. Der Flüssigkeitshaushalt musste natürlich auch stimmen, denn allein während Ligaspielen und Trainingseinheiten dürften Kreuzer und Lüdemann im Laufe ihrer Karrieren jeweils rund 4.000 Liter Energydrinks und Wasser zu sich genommen haben. Und die Mengen an Bier und Champagner bei Kabinenfeten und nach gewonnenen Titeln haben wir gar nicht erst mitgezählt. Ja, Mirko, wenn man diese, kein Kommentar, ja, das wäre auch nicht, aber hättet ihr das gedacht, dass da so viel Material zusammenkommt über die Jahre, und ist das womöglich auch ein Grund, dass das Eishockey als Breitensport doch relativ teuer ist? Ja, das auf alle Fälle. Also ich sag mal, nach 23 bzw. 21 Jahren hat man auch schon das eine oder andere Paar Schlittschuhe und die paar Schläger da verschlissen. Aber ich sag mal, die Ausrüstung ist schon relativ teuer, auch für Kinder, die damit anfangen. Was kostet so ein Paar Schlittschuhe, wenn ich jetzt wettbewerbsmäßig Eishockey spielen will? Für ein Kind? Für ein Kind? Ich glaube, 200 Euro. Oh ja, das geht ja noch. Für ein Kind. Ja, aber wenn du gute haben willst, das wächst alle halbe Jahre raus. Jetzt kommen auch schon andere Preise hier. Wenn ich gute haben will, dann. Ja, also selbst für die Kinder, glaube ich, ist, wenn du gute haben willst, bist du schon bei 300, 400 Euro. Und bei uns Erwachsenen zahlst du ja an die 1000 Euro jetzt mittlerweile. Ne? Also kommt immer schon ein bisschen was zusammen. Auch dann quasi schon für Eltern, die jetzt erstmal auch den Kindern das erstmal nur ermöglichen wollen. Also das ist dann schon erstmal eine kleine Hürde, die man erstmal nehmen muss. Jetzt dachte ich gerade, wir hätten schon über alles gesprochen, als wir über Alkohol, Brillen, Mode, was auch immer. Aber eins habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen, Mädchen. Jetzt guckst du mich schon wieder so an, warum ich dich angucke. Aber jetzt, wie war das? Gibt es da einen Unterschied zwischen damals und heute, dass es heißt, also damals waren ja beim Trainingslager die Frauen tabu und heute ist das alles etwas lockerer, oder war das damals genauso wie heute auch? Das weiß ich nicht, wie es heute ist. Wie war es denn damals? Ja, ich denke, ich weiß nicht, ein bisschen mit Frauen machen. Wir waren immer ganz anständig, aber wir hatten halt damals schon, glaube ich, an der Bremenstraße beim Training schon einige Zuschauer Ich weiß auch nicht, auf was er genau rausgeht. Für mich ist das relativ eindeutig, wo er hinaus will. Einige Fans. Ja, ich meine, du kennst dich ja mit Frauen ganz besonders gut aus. Ich habe das ja hier mal rausgekramt. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Herrn hier kennen. Das ist aus dem Jahre 1969. Ein gewisser, da ist er, da läuft es auch schon im Hintergrund. Uli Mario, ich kann an keinem Girl vorübergehen. Hören wir mal kurz rein. Ich kann an keinem Girl vorübergehen. Ich bleib bei jedem hübschen Mädchen stehen. Ich dreh mich immer, immer wieder um. Und ich weiß auch ganz genau, warum. So. Oh Gott, das reicht aber auch nicht. Das, liebe Kinder, ist eine Single. Da ist nur ein einziges Lied auf der einen Seite und eins auch auf der anderen Seite drauf. Und das muss man dann umdrehen auf einem Plattenspieler mit einer Nadel. Das ist unglaublich. Also 578 Euro gab es bei eBay Sonderdruck. Ich weiß gar nicht, ob ihr die noch kennt. Kann man das irgendwo noch ersteigen? Darf ich mal sehen? Ich bin selbst beeindruckt. Das ist 48 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Ja, ist unglaublich. Ja gut, habe ich eigentlich nur aufgeklebt, also, weil die echte Single habe ich... Das auf der Rückseite. Ja, das ist bekannt. Aber erzähl mal, das... Ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Guck dir den Mann an, der sah großartig aus. Aber da war ich 17 oder 18 oder sowas und ich habe gearbeitet damals bei Radio Luxemburg als Radiosprecher, habe da Musiksendungen gemacht, habe da so tolle Sachen angesagt wie: und jetzt kommt die Nummer 1 aus der englischen Hitparade, Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch und Hold Tight. Und dann kam irgend so ein Plattenproduzent, der hat gesagt: ja, du siehst ja ganz ordentlich aus, sing doch mal. So ungefähr war das. Und ich hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit Mark Bolan von T-Rex, gab auch eine deutsche Version von Hot Love. Und so bin ich dazu gekommen. Und es war leider kein großer Erfolg. Ich glaube ja
sehr persönlich daran, dass der Text einfach zu anspruchsvoll war. Ich kann einen kleinen Girl vorübergehen. Das haben die Leute damals noch nicht so gerafft. Also das apropos, war so, ne? Sportstadt TV hat das nicht mehr auf die Reihe gekriegt, da noch die GEMA-Gebühren rechtzeitig abzu. Deswegen gebe ich dir den Euro mal. Wir bezahlen jetzt den Künstler. Sehr nett. Sehr ich hab auch noch ein paar Euros da. Wir können uns noch ein paar Mal einspielen, dann, wenn es so. Aber wenn Schnitzel nicht mehr zieht, dann. Ihr habt das Ganze nicht zu Ende recherchiert, wie ich merke, weil ungefähr 25 Jahre später war ich mal Nummer 1 in der ZDF-Hitparade und jetzt kommt's zusammen mit das weiß Andrea jeder. Berg. Ach, das war ja jetzt doof. Ja, da das wusste ich im Rahmen, doch im Rahmen der Vorbereitung, es gab mal ein Interview, da hat eine Dame dich interviewt und kam auch mit diesem Song und da hast du gekontert und hast gesagt, so, aber was du jetzt nicht weißt, ist, dass ich mal ein Duett gesungen habe, was mega erfolgreich war und mit wem war das? Und dann kamen die ins Schwitzen und ich weiß aber nicht. Und dann hast du gesagt, mit Andrea Berg, deswegen habe ich es mir extra sehr aufgeschrieben. Gut, sehr gut. Ja, du hast wirklich jetzt sauber recherchiert. Ja. Ja. Ich bin beeindruckt. Oh. Perfekt. Hier steht's, Andrea Berg. So. Mein Gott, ja. Aus ihr ist was geworden. Wie kommt man denn eigentlich auf Uli Mari? Also ich meine, wenn ich jetzt als Axel Pfannmüller ein Lied singen würde, würde mir wahrscheinlich auch der Produzent sagen, naja, also bei dem Nachnamen überlegen wir nochmal. Aber jetzt mal im Ernst, mit Potowski kannst du ja keine Platten machen. Ne? Naja, mit Pfannmüller auch nicht, aber wie kommt es dann zu Mario? Also, das war so, Mario Brothers? Jetzt kommt eine sehr, sehr schöne Geschichte und die ist auch ein bisschen traurig. Meine allererste Freundin hat immer gesagt, wenn sie mal einen Jungen bekommen würde, würde sie den Mario nennen. Und da ich ihr natürlich damals mit 16, 17 imponieren wollte, habe ich das als Künstlernamen ausgewählt. Ja? Wow. Es ist 48 Jahre her. Ja? Und das sollen wir dir glauben, das ist tatsächlich das so. Das war so, ja, das ist wahr. Ohne Wenn und Aber. Unglaublich. Ja, meine Damen und Herren, das ist ja hier quasi Kulturstatus. Das ist ja schon Titel, Thesen, Temperamente. Ich zeige Ihnen jetzt mal etwas, was der Eishockey-Fan jede Woche im Stadion sieht, aber wahrscheinlich gar nicht so genau weiß, wie das denn wirklich aussieht. Das ist der offizielle Spielpuck der deutschen Eishockey-Liga aus der aktuellen Saison. Wird auch gerne Covestro-Puck genannt. Warum das so ist, das kann man auch zeigen. Wenn man den umdreht, steht da eben Covestro drauf. Und ich habe vorher schon den Gästen gesagt, dass sie sowas bekommen gleich, wenn sie dann eine bestimmte Geschichte mitbringen, weil jeder, gerade Spieler, haben ja immer einen besonderen Puck, wo sie eine besondere Erinnerung dran haben. Fangen wir mal bei dir an. Was ist deine Geschichte an einen Puck, an den du besonders gerne denkst, den du vielleicht sogar noch zu Hause hast? Ich gebe dir den mal, bitteschön. Ja gut, jetzt einen speziellen Puck von mir kann man natürlich immer erstes DL-Tor oder irgendwelche Hundertstes oder sowas oder erst Länderspiel. Die habe ich zwar nicht alle zu Hause, aber da erinnert man sich natürlich immer gern zurück dran. Aber meine lustigste Puckgeschichte ist eigentlich, was gar nicht so lange her ist. Das war im Viertelfinale 2015 oder das war es dann schon 16? Weiß gar nicht. Jetzt die, ja. Wo wir im Halbfinale waren auf jeden Fall. Mit der DEG, wo dann, wo wir in Hamburg verloren hat und Daschner war so sauer, dass er die Scheibe aus der Luft übers Fangnetz hinterm Tor gekriegt hat und dann hat es einen Fan abgekriegt. Leider ist es natürlich nicht so schön, aber dann wurde tatsächlich Stefan Daschner erstmal für 7 Spiele gesperrt, was dann nachher auf 2 runter reduziert wurde, was für mich sehr lustig war, weil wir haben alle dann auch versucht, beim Training das nachzumachen und keiner hat es geschafft, weil es so eigentlich so unmöglich ist, sowas zu schaffen und dann so einem Spieler dann irgendwie ein bisschen einen gewissen Vorsatz nachzusagen, ist schon irgendwie lustig gewesen. Ja, an die Szene erinnere ich mich sogar. Didi, kommen wir zu dir. Auch du kriegst den Spieltagspuck. Ja, ich habe eine Geschichte und zwar, ich habe ja auch ein paar Tore in meiner Karriere geschossen, aber mein schönstes Tor, kann ich mich noch genau erinnern, es war glaube ich 81 oder 82, damals mit dem ESVK. Wir spielen in Essen-West und wir liegen 30 Sekunden vor Schluss 5-4 hinten. Wir nehmen den Torwart raus, spielen 6-5 und die Scheibe ist links und der kommt genau so rüber ans lange Eck und da stehe ich. Ich habe das leere Tor und schieße und mach automatisch die Hände nach oben, aber ich habe dem Torwart genau in die Fanghand reingeschossen.
Aber das Kuriose war damals, dass Schiedsrichter, weil ich gejubelt habe beim Wegfahren, der Schiedsrichter hat das Tor gegeben. Sogar, dass es der Jupp Kompala war. Hat sich das im Nachhinein aufgeklärt oder ist das jetzt ja, weltexklusiv, wir müssen die ein Tor abziehen? Der Schiedsrichter war felsenfest davon überzeugt, dass der Puck drin war. Der Torwart ist noch hingegangen und hat ihm die Fanghandschuhe gezeigt, da ist der Puck drin. Und dann sagt er, nee, der hat die rausgeholt, Tor geben, unentschieden. War das sowas, also bevor ich dir jetzt auch den Puck gebe, war das, ich meine, heute gibt es ja Videobeweis und dann gibt es aus jeder Ecke gibt's eine Kameraperspektive, aber war es vielleicht zu den Zeiten, als das noch nicht so war, so ein bisschen die Devise, wenn du nur jubelst, dann kriegst du auch das Tor. Also obwohl das Ding womöglich gegen den Pfosten geknallt war, aber du hast gejubelt, denkst du, naja, geht von hinten rein wieder raus. Ja, es gab auch mal ein paar Experten, die dann einfach da nochmal neben dem Tor gestanden haben das Tor kurz angehoben und haben den mit dem Schlittschuh reingeschoben und wurde dann auch gezählt. Also da konnte man noch ein bisschen Schindluder treiben. Wieso muss ich jetzt an den denken? Jetzt gebe ich dir auch deinen Puck, nur gut, aber, deine Geschichte. Ich glaube, die Geschichte von mir ist eigentlich die wir damals in der Olympia-Qualifikation hatten, wo wir gegen Italien, ich glaube, stand unentschieden und wir mussten unbedingt gewinnen. Und dass ich dann irgendwann mal den Puck hinten an der blauen Linie bekommen habe, einfach aufs Tor geschossen habe und dann 8 Sekunden vor Schluss dann das Tor gemacht habe und dass wir dann dadurch eine weitere Qualifikationsrunde spielen konnten und uns dann damals dann auch für Salt Lake City qualifizieren konnten. Ne? Ein legendäres Spiel, das stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran. Ja, Uli. Covestro Spieltagspuck. Jetzt bin ich mal gespannt, was du daraus machst. Ja, ich bin selber gespannt. Soll ich noch mal einen Euro in die Hand nehmen oder nein? Ich habe es ja gerade schon erzählt. Wir hatten wirklich mal 3 oder 4 Mal so ein Spiel gemacht. Die RTL-Eishockeymannschaft gegen eine Auswahl aus Essen. Und bei uns im Tor, ich habe das immer kommentiert. Aber das war natürlich ein großer Spaß. Ich denke, du hast mitgespielt. Nee, um Gottes Willen. Ich kann kein Schlittschuh laufen. Auch nicht mal im Tor wäre es gegangen. Aber Tor ist das Stichwort. Weil wir hatten einen Kollegen, der erzählte dann, boah, ich habe früher im Eishockey-Tor gestanden und so. Und dann kam wirklich der erste Puck auf das Tor des Kollegen, den ich auch nicht besonders gut leiden konnte. Und ich weiß das noch wie heute. Der Puck lief so und dieser Kollege, der sagte, er hat schon sehr oft im Eishockey-Tor gespielt, wollte uns jetzt beweisen, dass er diesen Puck fangen konnte. Der Puck lief wirklich in diesem Tempo. Der Junge kam raus aus dem Tor, stürzte sich auf den Puck und genau drüber und der lief in dem Tempo auch ins Tor rein. Und ich hatte so einen Spaß zu sagen, so liebe Halle und jetzt alle, Torwartfehler, Torwartfehler. War großartig. Ja. Aber es ist meine Eishockey-Geschichte. Ja, vielen Dank dafür. Also der Puck-Moment deines Lebens mit dem Covestro Spieltagspuck. Ja, und jetzt, wir haben es ja angekündigt, kommen wir noch ganz kurz auch zu dem zweiten Abschiedsspiel, was eine Woche später, nämlich am 23. Februar in Mannheim stattfindet. Da gibt es gleich 2 Kollegen, die sich verabschieden, nämlich Jochen Hecht und Ronny Arendt. Entsprechend werden auch die Nummer 55 und 57 dann unters Dach gehangen. Und da gehen wir auch nochmal zumindest ganz kurz die Line-Ups durch, wer uns denn da erwartet. Also Kauhanen im Tor, Jean Blais wird dabei sein, Nikolai Gotsch wird dabei sein, Jörn Möser, Ronny Arendt natürlich selber, David Wolf. Und da ist dann eben auch Harold Kreis im Kader des Team Arendt. Und dann werfen wir auch noch einen Blick auf das Team Hecht. Christian Ehrhoff, Sascha Gotsch, ja, also das ist dann so ein bisschen vorbehaltlich dessen, was bei der Olympiade passiert. Da sind offensichtlich Unken am Werke, aber Jochen Hecht ist natürlich da dabei, Team Hecht, Till Faeser, Alexander Sulzer dabei, Peter Obresa als Trainer und dann gibt es da auch noch ein Team Joker als drittes. Das sind dann die, die in beiden Teams spielen können. Da taucht dann auch Dennis Endras auf, also da merkt man dann, die Mannheimer trauen der deutschen Nationalmannschaft nicht allzu viel zu, weil an diesem 23. wäre dann das Halbfinale. Also ich meine, ich weiß nicht, was da so lustig ist. Ich habe doch gar nicht Schnitzel gesagt. So. Ja, kommen wir zur Auflösung unseres Gewinnspiels, nämlich welche Mannschaft
Oder in welchem Jahr hat denn eine deutsche Mannschaft schon einmal Bronze bei Olympia gewonnen? Die richtige Lösung lautet 1932 in Lake Placid war es. Also Antwort A ist die richtige. Und die Zuschauergewinnerin am Schirm ist die Nicole Niesch. Herzlichen Glückwunsch. Und hier im Studio haben gewonnen Christian Mackeldanz, Thomas Kreitz, Claudius Sova und Marianne Ziener jeweils zwei Karten für das Abschiedsspiel am Samstag vom Schnitzel. So. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, aber es müsste jetzt kurz vor Viertel vor sein, weil wir kommen jetzt, weil ich überziehe nämlich nie und wenn, sind es die anderen schuld. Wir kommen zu unserer Schlussrunde und da haben wir jetzt mal etwas Neues. In den letzten Sendungen gab es ja immer eine Frage, so ähnlich wie hart, aber fair. Das wollen wir jetzt mal etwas anders machen und haben unsere Gäste gebeten, sich mal eine Wette zu überlegen und auch einen Wetteinsatz zu überlegen. Fangen wir wieder bei dir an. Also was wäre jetzt deine Wette und dein Wetteinsatz? Also ich sage, dass der Lüde am Samstag kein Tor schießt und wenn er ein Tor schießt, dann spende ich dem DEG-Nachwuchs 100 Euro. So. Da bin ich ja schon fast so weit, was heißt fast, da gönne ich dir auf jeden Fall das Tor. Ich meine, das ist für alle Seiten gut. Machen wir weiter mit Didi. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt weil Olympiade ist und weil ich gerade gelesen habe, dass der Endras wieder zurückkommt, dann wette ich mal, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mindestens ins Halbfinale kommt. Und mein Wetteinsatz, wenn ich das verliere, bezahle ich 100 Euro dem Kinderhospiz in Düsseldorf. Schau, Lothar. Mirko. Ja, da ich ja jetzt die Herausforderung annehme vom Daniel, wette ich natürlich, dass ich am Samstag ein Tor schieße. falls das nicht der Fall sein sollte, werde ich das Trikot, nicht mehr für die DEG spielen, werde ich das Trikot dann in Köln versteigern und dann auch den Betrachtern karitativen Zwecken zugutekommen lassen. Ja, auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Ja, ich habe es am schwersten. Also ich wette, dass ich einen meiner Sky-Kollegen dazu bringen werde, dass er bei einem Fußballspiel von Fortuna Düsseldorf sagen wird, der Puck ist im Tor. Sollte das nicht eintreten, werde ich nochmal als Sänger auftreten. Als Sänger auftreten? Ja klar. Ich kann dann keinen, und zwar hier in der Sendung, versteht sich. Denn sein muss auch hier. Ja. Und bis wann soll das dann der Fall sein? Also ja, sagen wir mal, bis zum Ende dieser Saison. Und ich wünsche, dass die Fortuna auch aufsteigt. Ja, mit dem Puck im Tor. Wir werden natürlich das verfolgen, auch im Bild verfolgen. Wir werden dann also sehen, wie denn das Abschiedsspiel zum Beispiel läuft und wie weit die deutsche Nationalmannschaft kommt. Und wir werden auch Sky-Offensiv verfolgen. Und dann werden natürlich auch die Wetteinlösungen filmen. Also das alles in der nächsten Sendung im März. Donnerstag, 15. März. Hauptthema Auf- und Abstieg, habe ich gerade schon gesagt. Jetzt würde ich euch noch bitten, auf dem Tisch zu unterschreiben, auch für einen tollen Zweck. Wir werden dann am Ende der Saison mal schauen, welcher das ist. Ja, wir haben jetzt noch einen kurzen Spot zur Aufmunterung, beziehungsweise heute um 4.10 Uhr. Morgen früh um 4.10 Uhr geht es ja los. Wir schauen noch mal kurz auf die deutsche Nationalmannschaft, die gleich spielt. Olympische Winterspiele 2018. Wir sind heiß. Ihr auch? Der Countdown läuft. Schweden, Norwegen, Finnland. Das wären heiße Spiele. Da brauchen wir eure Unterstützung. Also,
4.10 Uhr geht es los. Danny aus den Birken wird starten. Das hat Marco Sturm schon bekannt gegeben. Timo Pielmeier wird sein Backup sein. Morgen 4.10 Uhr. Ist ja gar nicht mehr so lange. So lange halten wir noch durch in der Aftergame-Party, oder? Ja. Also, Valentinstag ist ja heute. Also, unsere weiblichen Zuschauerinnen kriegen jetzt noch eine Rose. Die männlichen Zuschauer sollen allerdings auch nicht ins Leere laufen. Da gibt es noch den Powerplay-Puck. Den könnt ihr euch gleich mitnehmen. Wir sagen nochmal vielen Dank an all meine Gäste. Jetzt gibt es endlich ein leckeres Schlösserhalt. Vielen Dank. Dann, Uli. Vielen Dank. Bis zum 15. März, 20.15 Uhr, natürlich wieder live. Vielen Dank, das soll es gewesen sein. Tschüss. Covestro, stolzer Partner der Deutschen Eishockey-Liga. Wir entwickeln Hightech-Materialien für Höchstleistungen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Düsseldorf.